herzlich willkommen auf dem Kanal von Vimexep. Du warst also so verrückt, den Scheiß hier anzuklicken. Herzlichen Glückwunsch, die Kosten für die Therapie wirst du nicht mehr bezahlen können. Naja, was soll's, viel Spaß beim Zuschauen. Meine Damen und Herren! Oh mein Gott! Oh, Digga! So, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Big ihr Panda! Macht mal ordentlich Lärm! Nice! Jawohl, Joshua! Joshua! Ja! Ob das zu der Jahreszeit die passenden Reifen sind? Nee. Ja, wir haben's! Wir haben's! Wir haben es! Yeah! Wir haben die Krone! Wir beide haben tatsächlich ein Computerspiele-Partner-Tattoo von Escape from Tarkov. Let's go! Da ist er! Aber der Kühlkamera! Satanische Opfergabe, auch nicht! Fliegen! Oh, Entschuldigung. Ich hab den Brief. Sorry. Ich wollte dich nicht vom Scheißen stören. Tut mir leid. Ah. No, 5-4 Foxtrot. With information, Foxtrot on board. Information, Golf on board. Five. Requesting IFR clearance to Milano. Ich hab jetzt echt noch nichts mitbekommen, aber egal. Ja, gut. Es gab Gerüchte. Kann sein. Käse geht ans Telefon! Oh mein Gott! Und deshalb schmollen der Hölle durch Stück Scheiße! Ein Zombie! Da kommt ein Zombie, Joel! Achtung! Dicker! Schieß doch drauf! Zugang zu 1000 Spielen! Ihr scheiß Klammern besiegt mich nicht! Ja! So, meine Damen und Herren, und damit einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zur Streaming-Keller-Show Battle der Communities featuring The Crizzy. Ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Ich sehe schon, ihr seid hier schon komplett am Ausrasten. Der Chat ist schon komplett am Eskalieren. Ich bin mega aufgeregt, aber freue mich auch mega auf eine fantastische Show heute Abend. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich an der Stelle natürlich meine treue Community, die Bamble Mafia. Wir haben heute aber auch noch eine zweite Community mit im Chat und damit auch ein herzliches Willkommen an die Community von der lieben Crizzy. Ja, und diese beiden Communities, die Bamble Mafia versus The Crizzy, die werden sich heute bis aufs Blut betteln. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Wir haben fantastische Games heute für euch vorbereitet. Es ist für jeden was dabei. Also heute auch auf jeden Fall eine interaktive Show, wo wir euch, die beiden Communities, brauchen und wo ihr wirklich richtig, richtig Gas geben könnt. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr hattet eine tolle Woche hinter euch und freut euch jetzt auf den Abend. Leute! Ich würde sagen, wir gehen einmal rüber und dann heißt es, wir fangen schon mal mit dem ersten kleinen Battle an. Wir machen keine halben Sachen. Es gibt jetzt hier erstmal auf jeden Fall auf die Fresse. Mal gucken, für wen, wahrscheinlich für alle, ein Gewinner gibt's. Ein erstes interaktives Game für euch, meine Damen und Herren. Alle mal Ausrufezeichen Dance in den Chat. Let's go, Freunde, rein da! So, ich mache natürlich auf jeden Fall gleich mit. Let's go! So, wer ist dann schon da? Einen wunderschönen guten Abend. Kaito, Dansare, Steffi,
Twombly, Zimbades am Start, Toby, Marzuna, Frontex, Dr. Lurix, Ted. Geil, 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 geil. Leute, schön, dass ihr alle da seid. Ein herzliches Willkommen. Mina, Soulful, auch mit am Start. Wunderbar. Let's go, Freunde. Ausrufezeichen, Dance in den Chat. Dass du nicht im Stream unmächtig wirst, mein Lieber, denk an deinen Puls. Ach, ohnmächtig. Ich denke, keine Sorge, mein Lieber. Hodenwasser, das ist ein wirklich sehr einfallsreicher Name. Einen wunderschönen guten Abend, auch schön, dass du mit dabei bist. Teufel auch mit am Start, mein Lieber, let's go. Jetzt geht der hier schon richtig der Punk ab. Schön, dass ihr alle da seid. Was geht, was geht, was geht, Freunde? Geht's euch gut? Alle mal Ausrufezeichen, Hype in den Chat. Let's go. Oha, geht ordentlich gleich ab. Auf jeden Fall. Sehr, sehr schön, Leute. Wie keine Musik. Warte, Musik kommt. Euer Wunsch ist mir Befehl. So, was haben wir denn hier Feines für euch? Gubi, Fortnite. Nein, Spaß, wir tun's mit Bennett. Boah. Yo, jetzt geht's hier schon ab. Aua. 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 Toby27, herzlichen Glückwunsch. Die Runde geht an dich. Und ich würde sagen, wir lassen uns nicht schlumpen. Wir gehen direkt noch eine Runde rein. Meine Damen und Herren, alle nochmal Ausrufezeichen Dance in den Chat. Wer auch sonst. Oh, guck mal, Chrissy jietet hier auch schon in den Chat rein. Die wartet schon gespannt vor der Tür. Lassen wir sie, noch ein bisschen zappeln, oder? Lassen wir sie noch ein bisschen zappeln, auf jeden Fall, oder? Wir dancen jetzt erstmal eine Runde und hier gibt's nochmal ordentlich aufs Fressbrett, Freunde. Ausrufezeichen, Dance in den Chat. Rein da, rein da, rein da, rein da. Ja, lass in der Abstellkammer. Boah, wie gemein. Chat League. Schön Discord. Oh, hä? Ja, moin. Da gibt's ja jetzt überhaupt nichts Schlimmes. Da ist überhaupt nichts Schlimmes jetzt drin gewesen. Aber ich könnte mal den Streamer-Modus. Der Streamer-Modus ist extra deaktiviert. Anzeige ist raus. Ich freue mich drauf. Dieses Spiel ist so wild, gerade mit so vielen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kaito, die Runde geht an dich. Freunde, alle guten Dinge sind drei. Ihr wollt Chrissy noch ein bisschen zappeln lassen. Wir gehen auf jeden Fall noch eine Runde rein. Dann jetzt an der Stelle bitte nochmal alle Ausrufezeichen Dance in den Chat. Rein da. Ich will jetzt hier komplette Eskalation haben, Freunde. Let's go. Chrissy macht draußen noch Liegestütze für den Pump. Ja. Ihr könnt euch hier, hört mal zu, liebe Chrissy-Community. Zieht euch warm an. Wir haben nämlich noch eine Rechnung offen. Ich sage nur Pummelparty. Also, Bamble-Mafia, anstreng heute. Hä? Das Mindset muss heute auf Sieg stehen.
Tobi! Mein Namensvetter! Warte, es gab andere Optionen als der Sieg. Für die Bämbelmafia nicht, nee. Tobi, vielen lieben Dank für deinen Follow. Schön, dass du mit dabei bist. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Monsterzüchter, mein alter Freund, auch mit dabei. Hallöchen. Die Tobinskis müssen zusammenhalten. Auf jeden Fall, mein Lieber. Tobi ist halt auch einfach der geilste Name. Real Talk, es ist so. Und der, guck mal, der Kaito, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Teufel, Dicker. Holy shit. Ich küsse doch dein Herz. Vielen lieben Dank, lieber Teufel, für 5 Subbombs. Und Glückwunsch an SFX Darknets, Alpha Max, Leon, Tom the Blue Lion, Steffi. Na, du bist ja ein richtiger Eintracht-Fan. Digger. Ich habe meine Show im ersten Samstag des Monats. Guck mal, er kommt direkt rein, pöbelt erstmal, anstatt zu sagen, hey, schön, dass du da bist, ich freue mich auf die Show. Teufel, mein Lieber, vielen lieben Dank für 5 Subgifts. Und dann müssen wir mal die Spendenglocke raushauen. Vielen lieben Dank, mein lieber Teufel. So, jetzt will ich Sie auch gar nicht lange zappeln lassen. Ich möchte euch jetzt meinen heutigen Studiogast vorstellen. Ihr Lieben, sie ist selbst eine Content-Creatorin auf Twitch. Einige von euch werden sie noch kennen. Wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, das war Ende 2022, auf jeden Fall war das im letzten Winter, da hatten wir ein Pummelparty-Battle gegen ihre Community und wir haben schmerzlich verloren, Monsterzüchter Hex. Und da haben wir wirklich schmerzlich verloren. Deshalb heute im Rahmen der Show sozusagen die Revanche. Mal gucken, ob das heute was wird. Was man wirklich dazu sagen muss, sie hat heute einen sehr, sehr langen Weg auf sich genommen, nur um hier in der Show mit dabei zu sein. An der Stelle da auf jeden Fall nochmal ein Ausrufezeichen Applaus in den Chat. Und ich würde sagen, wir lassen uns nicht groß lumpen und wir begrüßen ganz, ganz herzlich, meine Damen und Herren, unser heutiger Studiogast, der Chrissy! Hallöchen und schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen bei mir in der Show. Da ist sie. Da ist sie. Gegen ihre Community haben wir schmerzlich verloren. Merkt euch das Gesicht, ne? Mindset muss heute für die Bamble Mafia auf Sieg stehen. Oh, Meinungen, dass ich jetzt vergessen habe, dich anzuschauen. Jetzt nochmal, The Chrissy. Hallo, jetzt hört man mich doch hoffentlich. Hallo an alle. Schön, dass ihr da seid. Man sieht ihr den Urlaub an. Meine Damen und Herren, bitte nochmal ein kräftiges, ein fettes Ausrufezeichen Applaus für Chrissy in den Chat. Chrissy, schön, dass du da bist. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, du hast ja heute nicht gerade einen kurzen Weg auf dich genommen. Wie lange bist du gefahren? 5 Stunden tatsächlich. 5 Stunden, um ja, hier heute Abend in der Show zu sein. Also wenn das keinen Applaus verdient hat, da Dankeschön. Verneige ich mich auch und ich freue mich wirklich, dass du da bist. Ich mich auch. Perfekt. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als dir jetzt von der Snackbar, von der Getränkebar dir was anzubieten.
bedien dich gerne und dann darfst du gerne auf der Couch Platz nehmen. Vielen Dank nochmal. Meine Damen und Herren, The Crazy, Ausrufezeichen, Applaus in den Chat. So, Freunde, ich schicke euch ganz kurz in die Werbung. Wir müssen noch einmal ganz kurz die Kamera umbauen und dann switchen wir einmal auf die Couch. Essen kam noch nichts, ne? Hast du jetzt nichts mitgekriegt, als du draußen warst, dass es irgendwie geklingelt hat? Ne. Hast du hier auch einen Öffner? Oh, bin ich doof. Nee, ich habe tatsächlich keinen Öffner. Warte. Ja. Das wäre natürlich super. Was möchtest du denn haben? Ich glaube, ich nehme eine Fanta. Vielen Dank. Nicht mit den Zehen. Bitteschön. Wie sieht's, soll ich gerade noch Eiswürfel holen? Nee, alles gut. Okay, das alles klar. Tatsächlich. Kamera umbauen, kein Geld für eine zweite, ja? Nee, Apple Wine, tatsächlich nicht. So. Dann, was nehme ich mir denn jetzt zu trinken? Ich glaube, ich nehme eine Cola. Oder ich warte noch, bis das Essen kommt. Denn, Chat, ihr wisst ja, es gibt ja auch immer für unsere Gäste, sofern sie das möchten, etwas zu essen. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Wir haben heute uns lecker Sushi bestellt. Eigentlich war der Plan, dass das jetzt schon dasteht und wir zusammen erstmal gemütlich bis 8 Uhr mit einer kleinen Fragerunde anfangen zu essen. Daraus wird jetzt nichts, es ist noch nicht da. Wahrscheinlich wird dann irgendwann meine bezaubernde Frau Eva reinkommen und uns hier eine kleine Sushi-Platte auftischen. Oh ja. So, wer ist denn schon alles im Chat? Lasst mal was hören, macht mal ordentlich Alarm. Wir machen schon mal so ein erstes kleines Battle. Wir machen mal Ausrufezeichen Hype in den Chat für die Bamble Mafia und Ausrufezeichen Gude in den Chat, die Community von Chrissy. Let's go, jetzt einmal den Chat voll spammen. Chrissys Community, Ausrufezeichen Gude und Ausrufezeichen Hype, die Bamble Mafia. Let's go. Zeigt was. Bamble Mafia, zeigt, was ihr könnt. Zeigt, was ihr könnt. Let's go. Eintracht. Der Appleborn ist heute irgendwie auf Krawall gebürstet. Gute mit einem D, Jungs. Gute mit einem D. Die kommen alle nicht aus Hessen. Gute. Aber das hat gerade Steffi gefragt. Was denn? Wie Gute geschrieben wird. Weil du gesagt hast, Jungs. Deswegen war ich verwirrt. Also Jungs und Mädels. Entschuldigung. Jungs und Mädels natürlich. So, jetzt habe ich aber doch durst. Ah, guck mal hier, also gleich auf gerade, gleich auf, aber komm, da geht ein bisschen mehr, da geht schon mehr. Bin schon weg, ciao. Ach Quatsch, Appleboyen. Was ist denn los? Nicht gut geschlafen? Fünf Stunden bist du also heute hergefahren. Nur um jetzt hier zu sein. Sehr, sehr korrekt. Fünf Stunden. Ja, das Pause. Ist doch Schikane. Was? Also? Mit zweimal Pause. Mit zweimal Pause. Ja gut, brauchen wir auch bei so einer langen Autofahrt. Ja, definitiv. Gerade beim letzten Stück, das war schon ein bisschen, ja. Gut, jetzt bist du hier. Dann cheers. Cheers. Chat, cheers. Ja, cheers. Ja, was heute ganz besonders auch ist, Chat, wir hatten jetzt in den letzten Shows, das waren ja immer Freunde, Bekannte von mir. Chrissy ist jetzt wirklich die erste Streamerin, die ich jetzt auch über Twitch kennengelernt habe. Also sie ist jetzt nicht komplett, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns überhaupt nicht kennen. Nee. Und ich dich einfach mal so in deine DMs geslidet bin und gefragt habe, kommst du vorbei, wir kennen uns schon. Und ich hatte ja gesagt, ich bin ja die unterschiedlichsten Leute, aber natürlich auch gerade, weil das hier auf Twitch ist. Ich bin ein bisschen leise, wurde gerade geschrieben. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Du bist ja ein bisschen. Na, dann dreh sie noch mal ein bisschen auf. Eierspeis, hallo, mein Lieber. Du bist ein bisschen leise. So, jetzt habe ich dich noch mal ein bisschen höher gedreht. Geht es denn jetzt? Bin ich jetzt lauter zu hören? Ich würde 7 Stunden 30 fahren, wenn ich zu dir kommen würde. Hast du Bock, Dr. Luris? Kannst gerne mal vorbeikommen. Chat, wisst ihr, was ich glaube? Ich bin noch, glaube ich, einfach zu laut. Ah, heute bin ich nur ein Lieber. Sonst nicht. Wieso? Was bist du denn? Entschuldigung, meine Honig. Ja, aber ich bin ja heute nicht. Ah doch, okay, er hat doch Honigbiene geschrieben. Mein Honig, ja. Entschuldigung, Eierspeis, mein Honigkuchenpferd. Und Jay-Z auch mit am Start. Ah, Chat, da kann ich schon mal ein bisschen leaken. Der Jay-Z wird Gast in unserer März-Show sein. Oh. 2.3. Jay-Z, ich freue mich, wenn du hier bei mir im Studio während der Show Platz nimmst. Aber du bist das da in der nächsten Show. Heute ist Chrissy das da. Ja, und wie gesagt, Chrissy, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, du hast mich damals geradet oder habe ich dich geradet? Nee, du hast mich tatsächlich geradet, wo ich Pummelparty gerade gespielt habe. Da ja, kannst du rüber. Ja, das war, ja, stimmt, genau. Weil wir hatten an dem Abend mit der Community Pummelparty gespielt und du hast mit deiner Pummelparty gespielt. Da habe ich dich geradet. Stimmt, da haben wir uns gleich relativ gut verstanden und haben ja ziemlich schnell diese Idee ins Leben gerufen, dass man einfach mal so ein Community Battle bei Pummelparty macht. Ja. Das war auch toll. Das war, ja, wie man sieht, nein, natürlich war es toll, die Niederlage war schmerzlich. Entschuldigung, Chrissy, noch ein bisschen weiter hochdrehen. Ich bin immer noch zu leise. Immer noch. Kann ich tun. Ja, ich glaube, wir haben natürlich einen ausführlichen Soundcheck vorhin gemacht. Nur das Ding ist einfach, wenn dann natürlich dann die Show läuft und das dann auf Twitch übertragen wird, ja. Ist es halt auch einfach nochmal ein bisschen, ist es einfach ein bisschen nochmal eine andere Qualität. Aber das könnt ihr uns einfach zurückmelden. Die Regler liegen ja hier, die können wir dann ja gerne für euch hochschrauben. Ja, genau, und wir hatten ja dann ziemlich schnell dieses Battle ins Leben gerufen. Tatsächlich, es gab nie eine Revanche, wirklich. Nein, ne? Das haben wir nie geschafft. Wir wollten immer, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Erstens hattest du die Nase voll erstmal. Ja, das stimmt, weil, Chat, die Community von Chrissy weiß es noch. Was war es? Bodenlos. Genau. Aber ihr werdet heute wissen, ihr werdet heute merken, wie es ist, schmerzlich zu verlieren. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich sehe uns schon später, wie wir uns später an die Google gehen. So. Das Battle eskaliert so, dass es hier später Mord und Totschlag ist. Nein, Quatsch. Ja, und jetzt, als ich dann die Show ins Leben gerufen habe, du warst tatsächlich ja, mit einer der Ersten, an denen ich dich so gedacht habe, die ich mal frage, ob das sie vorkommen. Das freut mich aber tatsächlich, ja, dass du da gleich an mich gedacht hast. Ja, weil wir uns einfach kannten und wie gesagt, das ist ja einfach mein Plan, dass ich die unterschiedlichsten Leute und halt auch Freunde auf Twitch einladen möchte. Und du bist halt wirklich so die Erste. Wir haben uns ja heute das erste Mal in Real Life gesehen. Das stimmt, ja. Und siehst du heute gleich bei mir in der Show. Ja, das ging flott. Ja, schön, dass du da bist. Dann jetzt mal so ein bisschen für meine Community. Oder vielleicht auch für deine Community. Vielleicht erfährt deine Community heute auch was von dir, was sie noch nicht wissen. Was sie wissen, was alle wissen, ich habe es jetzt mehrmals schon gesagt, du bist ja selbst Content-Creatorin auf Twitch. Genau. Wie lange machst du das schon? Ich mache das tatsächlich jetzt fast 2 Jahre lang. Ich muss dazu sagen, ich hatte eine Pause von einem halben Jahr. Hat ganz unterschiedliche Gründe gehabt. Also man kann sagen, aktiv 1,5 Jahre jetzt fast, tatsächlich. Okay, okay. Also in der Corona-Zeit irgendwie angefangen, ja. Ende. Ah, okay, das heißt, du gehst schon so ein bisschen auf meine nächste Frage ein. Ja. Wie bist du darauf gekommen zu sagen, wann war der Moment, wo du gesagt hast, ich streame, ich will auf Twitch streamen? Boah, also um ehrlich zu sein, es gab mehrere Momente tatsächlich, wo ich mir dachte, jetzt fängst du an. Dann dachtest du, du hast nicht das ganze Equipment, okay, was brauche ich dafür eigentlich? Das hat sich tatsächlich, ich glaube, bestimmt ein halbes Jahr gezogen, bis ich gesagt habe, jetzt mache ich das, ich möchte das auch machen.
ich kann dir nicht mal genau sagen, was der Auslöser war. Ich glaube, es war damals, ich habe mit Dansare gespielt, mit Steffi und mit dem Frontex. Die, glaube ich, ich habe die auch alle schon im Chat gelesen. Und dann hat man sich immer so unterhalten und so. Und man hat schon vorher so Spiele zusammengespielt. Und dann wurde immer gesagt, wieso streamst du nicht eigentlich? Dann dachte ich, eigentlich voll die geile Idee. Weil im Endeffekt ist es so, man lebt nur einmal, warum sollte man nicht das machen, worauf man Spaß hat? Und dann dachte ich, jetzt hole ich mir das Equipment, jetzt lege ich los. Und das war halt genau dann in der Corona-Zeit, also 2022. Ja. War ja prädestiniert dafür, das während der Corona-Zeit zu machen. Das habe ich gemerkt, ja. Und wie ich gerade rausgehört habe, also einige, die du jetzt im Chat gelesen hast, sind auch tatsächlich schon seit Stunde null bei dir dabei. Ja, tatsächlich schon. Und das freut mich auch sehr. Also das ist auf jeden Fall ein großartiger Support. Du machst heute hier ein Battle bei einem fremden Streamer, die sind da. Das ist super, also das ist doch mal Support. Das ist auch mal auf jeden Fall ein Applaus wert. Danke, danke. Jawohl, genau, am Monster Züchter, da kannst du dir auf jeden Fall selbst applaudieren. Cheater. Nein, Spaß. Du hast es auch mit ihm, ja? Ich habe mitbekommen, dass bei ihr einer war, der um sein Leben gespielt hat. Was meinst du jetzt? Leute, es gibt ein Delay von Sound zu Bild, eine Sekunde. Ja, das tatsächlich, das könnte an Twitch liegen. Wenn das so ist, müsst ihr mal euren Browser aktualisieren. Tatsächlich ist das Problem bekannt. Ich habe auch schon Lösungen dafür gesucht, dass das besser wird. Aber es kann tatsächlich auch an Twitch liegen. Das ist leider so. Also zum Beispiel letzte Show war das nicht, in meiner ersten Show war das. Und tatsächlich ist das manchmal so, wenn das ist, guckt mal bei eurem Browser aktualisiert, ob das dann besser ist, weil es ist wirklich tatsächlich oft so, im Stream habe ich ein Delay, im VOD nicht. Du meintest zu mir, dass einer bei Chrissy in der Community war, der overpowered war. Ja, der Monsterzüchter. Der war aber nicht bei Stunde 0 dabei, also nicht von Anfang an. Aber das ist ja so das Ding, Monsterzüchter assoziiere ich immer auf jeden Fall mit dir. Monsterzüchter, da auf jeden Fall an der Stelle von mir ein Dankeschön. Der ist ja, also das slidet ja auch manchmal in meinen Chat rein, wenn jetzt meine Streams nichts mit dir oder mit Pummelparty zu tun haben. Ist doch aber super. Ja, den lese ich ganz oft. Teufel, vielen Dank für 10 Bits. Ich küsse dein Herz, mein Lieber. Also ich habe kein Delay. Und genau, das kommt auch, das ist auch tatsächlich immer so ein bisschen auf die Endgeräte. Also wie gesagt, wenn ihr da ein Delay habt, es tut mir wirklich sehr leid, es liegt nicht an mir, das ist tatsächlich ein Problem von Twitch. Chrissy. Ja. Was sind denn deine Ziele auf Twitch? Meine Ziele? Ich muss sagen, ich habe mittlerweile andere Ziele als wo ich da angefangen hatte. Am Anfang dachte ich, hey, okay, irgendwie cool, man möchte schnell irgendwie groß werden und viele Follower und bla und blub. Im Endeffekt habe ich aber gemerkt, dass ich finde schon allein toll, jetzt die Leute da zu haben, die ich jetzt habe sozusagen. Ich bin eine kleine Streamerin, ganz klar, und mir reicht das auch tatsächlich völlig aus. Also für mich ist das eher ein Hobby geworden sozusagen, als dass ich jetzt sage, hey, ich möchte damit später Geld verdienen. Also eigentlich gar nicht tatsächlich. Ich meine, klar, es ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt, aber im Endeffekt, es ist quasi ein Hobby. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie damit jetzt reich werden als Job. Und wenn du auf einmal morgen von einem großen Streamer entdeckt wirst und deine Followerzahlen steigen und wir vielleicht irgendwann mal einen lila Haken an deinem Namen sehen? Ich meine, natürlich ist sowas nicht schlecht, aber ich gehe davon nicht aus, weil einfach zu viele Leute auf Twitch streamen und die Chance ist, ich glaube, wie im Lotto zu gewinnen, glaube ich, da ein bisschen größer. Oder überhaupt groß zu werden. Nicht ein bisschen größer, sondern überhaupt richtig groß zu werden. Und ich freue mich einfach an die Leute, die ich darüber kennengelernt habe, wie zum Beispiel dich oder Monsterzüchter oder den lieben Mars. Ich kann auch so viele andere nennen. Das ist einfach, man hat dann irgendwie noch eine andere Bindung und ich finde das super. Also auch durch den Raid gerade bei dir, ja. Stimmt, ja. Also das empfehle ich auch an die kleinen Streamer da draußen. Dieses connectet euch. Connectet euch mit anderen Streamern, auch wenn ihr natürlich den Traum habt, vielleicht groß zu werden. Connectet euch, supportet euch gegenseitig und wie gesagt, da können tolle Sachen draus entstehen. I mean,
Chrissy ist hier, eine super sympathische Frau und sie ist heute 5 Stunden gefahren, um hier in der Show zu sein. Also großartig. Und das, weil ich sie damals bei Pummelparty geratet habe. Und ich finde, das sind so Kleinigkeiten und wenn die passieren, ich finde, das ist schon super. Ich meine, wo kriegt man das sonst her oder mit? Ja, ich mag das. Finde ich auch auf jeden Fall. Also finde ich großartig. Diese Twitch-Community ist auch echt großartig. Ja. Ich find's cool. Ja. Wirklich. Auf jeden Fall. Ich muss sogar ein bisschen schmunzeln, was Ted geschrieben hat. Was meine Ziele sind, ist natürlich die Weltherrschaft, ganz klar. Und ich sehe noch, der Tobi hat geschrieben, Elden Ring durchspielen. Oh, Tobi. Ja, das fragt habe ich, glaube ich, schon seit 4, 5 Streams, wann ich den Elden Ring spiele. Tatsächlich, Elden Ring steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ach so, ja. Dark Souls schon mal gespielt. Boah, nee, ich bin nicht so der Souls-like-Fan. Ich bin so ein Spieler. Ich spiele Spiele, um zu entspannen. Und wenn ich in so ein Game richtig reinschwitzen, das einzige Game, wo ich richtig grind und reinschwitze und auch den Frust aushalte, ist tatsächlich Escape from Tarkov. Ja, okay, gut. Und ich denke mal, irgendwann werde ich mich vielleicht doch mal rantrauen. Und ich habe schon mal Sekiro probiert. Oh. Ich bin kläglich gescheitert. Oh. Ich hatte dann irgendwann keinen Nerv mehr dafür. Aber Elden Ring steht auf meiner To-Do-Liste. Lieber LR Aviation, moin moin Tobi und Chat, konnte heute Morgen leider nicht da sein, aber dafür jetzt umso mehr. Lars, es ist überhaupt kein Problem. Ich freue mich jetzt unheimlich, dich zu lesen. Begrüße dich ganz, ganz herzlich. Und auch an die... Der Chat ist heute super aktiv, wenn ich nicht alle Nachrichten lesen kann. Tut mir sehr leid, ihr dürft mich auch gerne pingeln, ihr dürft eure Nachrichten auch zweimal reinschreiben. Wir versuchen natürlich auch nebenbei so ein bisschen auf die Fragen einzugehen. Chrissy, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen. Ja, ich weiß. Was viele nicht wissen. Und was du auch, glaube ich, noch nie im Stream erzählt hast oder geschweige... Nein. Hast du noch nie im Stream erzählt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also, ihr könnt ja sagen, falls ich es erzählt habe, ich bin der Meinung, ich habe es noch nie erzählt. Vielleicht habt ihr das mal durch einen Instagram-Post oder so vielleicht von mir irgendwie heimlich entdecken können. Es geht tatsächlich darum, ich habe Tattoos. Und nicht nur eins, ich habe 5 Stück. Natürlich, also eins ist groß, das kann ich leider nicht zeigen, weil das auf dem Oberschenkel ist. Ich ziehe mich nicht aus und ich habe aber 4 kleine Tattoos, also die sind an Stellen, wo ich auch ruhig mal was zeigen kann. Muss ich da vielleicht näher an die Kamera, damit man das sieht? Du kannst, also ich glaube erstmal, das ist für deine Community jetzt auch ein ganz besonderer Moment, das wollte Chrissy mal von sich und ich hole mal kurz weiter aus. Ich finde, ich kriege das ja so ein bisschen mit. Ich finde, du machst auch gerade deine Streams sehr, sehr professionell. Und ich finde auch gerade, was deine Privatsphäre betrifft, finde ich das super. Das ist dir auch sehr wichtig. Ja. Ich habe ja mit Chrissy lange drüber unterhalten, weil ich es gemerkt habe. Wir haben natürlich auch so ein paar Dinge, jetzt ist mit den Tattoos, abgesprochen. Und es gibt Dinge, die werdet ihr einfach nicht erfahren. Das bleibt so. Und aber Chrissy hat heute gesagt, sie möchte heute mal das leaken, dass sie tätowiert ist. Und sie würde euch gerne mal eins zeigen. Ausrufezeichen Hype in den Chat. Soll ich näher rangehen? Sieht man wahrscheinlich besser. Also das ist jetzt das Einfachste, was am schnellsten geht, ohne dass ich irgendwie... Ich will erst gucken. Das ist ja krass. Das ist nur was Kleines. Wie gesagt, ich habe 4 kleine Tattoos und haben auch alle irgendwie eine Bedeutung. Also es ist nichts, was jetzt... Okay, jetzt ist der Chat begeistert. Ich kann ja mal näher rangehen. Ich weiß noch nicht, wie man es sieht. Ich muss teilweise in die Kamera gucken. Ich sehe es teilweise nicht. Es geht ja jetzt um den Stream. Genau. Und nur von denen, die du erzählen möchtest. Wo bist du überall tätowiert? Also du hattest ja schon gesagt, auf deinem Oberschenkel. Ja, da habe ich so ein großes Tattoo tatsächlich. Das ist nicht krass. Gelungen. Also, wie gesagt, als du mir das erzählt hast... Hat man das überhaupt gesehen? Es sah sehr hell aus. Ich weiß nicht, wegen der Belichtung. Van Elden-Ding-Tattoo. Kamera war nicht im Fokus, verdammt. Ja, warte, komm, dann ich gehe mal hinter die Kamera. Sag ich nochmal, ja, ist okay. Ja, ich komm, wir können auf jeden Fall... Ich warte hier, warte. Ja, so. Mach ruhig, mach deine Hand rein. So. Da, jetzt haben wir schön im Fokus. Ja. Super. Also, was ich gerade noch sagen wollte, ich fand,
ich war auch, als du das erzählt hast, überrascht. So, auch wenn ich jetzt ein Mensch bin, der sehr darauf achtet, Leute nicht aufgrund ihres Äußeren zu beurteilen, aber hätte man mich jetzt gefragt, glaubst du, dass Chrissy Tattoos hat, hätte ich mir so ein kleines vorstellen können, aber dass du mir jetzt gerade sagst, der ganze Oberschenkel ist voll. Naja, ich hab, surprise, ja. Surprise. Genau. Also sonst habe ich, wie gesagt, alle anderen, also eins habe ich noch tatsächlich auf dem Nacken und zwei habe ich hier unten am Fuß oder am Bein und eins halt den Oberschenkel. Okay. Genau. Das sind meine 5 Tattoos, die ich habe. Und eins ist tatsächlich ein Tattoo mit meiner Schwester zusammen. Ist wie so ein Schwestern-Tattoo. Cool. Ja. Ja, perfekt. Jetzt die Frage an Chrissys Community. Wusstet ihr das? Na, die mich privat kennen, bestimmt. Die anderen, da sehen meine brutal gegen aus. Ja. Das denke ich auch, Ted. Steffi lügt, nee. Das kann ich dir sagen. Steffi lügt? Das kann ich dir sagen. Ja gut, man sieht sie. Oh, also, ich nehme sie, egal ob mit oder ohne Tattoo. Mina, danke. Ja, ich finde, man kann Leuten mit Tattoos überhaupt nicht fronten. Das gehört ja, das ist ja mittlerweile so etabliert in unserer Gesellschaft. So viele Menschen sind tätowiert. Ich bin ja auch sowieso tätowiert. Also gerade in der Show, weil ich ja meistens Hemd und Sakko trage, sieht man es nicht. Aber ich habe 1, 2, 3, 4 Tattoos. 4. Mhm. Aber alles auch ein bisschen kleiner oder was Größeres? Nee, also hier habe ich den ganzen Unterarm voll. Oh ja. Das hast du auch vorhin gesehen, ne? So ein bisschen, ja. Ja, genau. Ich habe da aber nicht drauf geachtet. Der ganze Unterarm ist voll. Ich habe ein Escape from Tarkov Tattoo. Das hast du doch im Stream gemacht, oder nicht? Genau, das war. Das habe ich gesehen. Das habe ich in meiner Streaming-Keller-Opening-Night gemacht. Genau, das fand ich und cool. Und ich habe eins hier noch an der. Naja, das ist nicht die Wade, am Unterschenkel, an der Seite. Ah, okay. Und das hier. Das ist ein Partner-Tattoo mit meiner Frau. Ich habe hier den Pik König und Eva hat die Herzdame auf dem Arm tätowiert. Süß. Das ist nur dieses Partner-Tattoo. Ich finde das gut, was Mars geschrieben hat. Was hat er geschrieben? Es war noch das Thema Tattoos allgemein. Nee, das darunter, das nächste. Erster Sieg, Chrissy, mehr Tattoos. Stimmt, du hast 5, ich habe 4. Ja. Oh Mist, dann muss ich nachlegen. So, dann rufe ich mal gerade den Kevin an, dass er vorbeikommt und mir schnell eins sticht live on stream. Ich würde auch eins nehmen. Ja, genau. Super. Ja, dann muss ich 2 nehmen. Nee, dann muss ich 3 nehmen. Dann kommen wir gar nicht mehr raus. Okay, ich glaube, wir lassen das Battle heute nicht so eskalieren. Chat an der Stelle, wenn ihr wollt, ihr dürft auch gerne Fragen schreiben an die Chrissy, ne? Haut raus, was wollt ihr wissen? Chrissy sucht sich die Fragen, die sie beantworten möchte, aus. Ich würde währenddessen mal, ich guck mal gerade, wie es Richtung Essen aussieht. Ja, sonst verhungern wir. Das wäre nicht so schön. Weil es hieß, es soll in einer Stunde kommen, aber es ist schon 1,5 Stunden her. Ja, ja, Mars, ich weiß. Wie brauchst du dich stellen? Warum? Welche Frage ist das? Es geht um Elden Ring. Wann ich Elden Ring spiele. Ah, okay. Das ist einfach nur die. Hm? Meine Frau schreibt auch schon, ob das Essen noch kommt. Was sind meine Hobbys außer dem Stream? Ach du Gott. Oh ja, das ist ja eine super interessante Frage. Hau raus. Also, ich male gerne. Oh, genau. Oh, ist was, unterwegs. Live-Tracker, er fährt gerade zu uns. Er ist in 8 Minuten da. Ah, doch ein bisschen verspätet. Oh ja, geht ja noch. Oh, kann man... Nee, man kann nicht hobbylos sein, oder? Also tatsächlich mache ich ja wirklich das Stream zu meinem Haupthobby, weil ich sag mal, ich versuche auch möglichst 3 Tage die Woche oder an 3 Tagen der Woche zu streamen. Ich überlege gerade, was mache ich sonst? Was zählt als Hobby? Ich könnte jetzt ja schlecht sagen, Freunde treffen. Ist das ein Hobby? Weiß ich nicht. Ich habe früher ganz viel inline geskatet. Ist das ein Hobby? Das ist eine interessante Frage, Chat, weil die ewige Diskussion, gerade früher Freundebücher oder also in meinen ersten Lebensläufen, als ich noch ein junger Kerl war und meine erste Lebensläufe geschrieben habe, um mich für einen Nebenjob zu bewerben, habe ich bei Hobbys Freundetreffen reingeschrieben. Leute, sagt ihr mal, ist Freundetreffen ein Hobby oder nicht?
Ich bin mittlerweile dazu, ich finde, das ist kein Hobby. Ich hätte jetzt gesagt, nein. Zocken ist doch ein Hobby, ja. Inliner. Zocken ist ein Hobby, ja. Stream ist ein Hobby. Inliner auf jeden Fall war ein Hobby. Ich würde sagen, das ist eher Socializing. Freunde sind immer ein Hobby. Schön ist auch ein Hobby. Schön ist auch ein Hobby. Ja. Nehme ich. Nee, Freunde dann nehme ich nicht. Chillen. Dann doch nicht Freunde treffen. Ich habe keine Freunde. Nee, schreibe ich auch nie rein. Das mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Kommt drauf an, was man mit den Freunden macht. Und dann eher das, was man mit denen macht, wäre dann das Hobby. Mhm. Ja, das find ich eine ziemlich gute Antwort. Kommt ja auch aus meiner Community. Tombly. Nee, Tombly. Kommt ja auch aus meiner Community, deswegen gut, ja. Cool. Das war schon ein bisschen. Das ist ja heute wirklich gnadenlos, dieses ja. Battle, ey. Auf jedes bisschen hackt sie rum. Naja, wir müssen ja jetzt noch das zweite Mal wieder siegen, also eine Niederlage. Das oh, Ted, oh no, Liz, oh no, Ted. Aber das Kommentar ist lustig. Kommt drauf an, womit man seine Freunde trifft. Dartpfeil, Stahlspitzpfeil, 9mm Patrone. What the fuck, wie kommt man auf so einen Scheiß, hä? Bei Tobi Motzheim ist auch ein Hobby. Ist das so? Ist das so? Okay. Welche Genre von Film und Serien guckst du gerne? Also eigentlich mag ich tatsächlich so Fantasy-Sachen. Ich lese auch gerne Fantasy-Bücher. Das ist so mein Genre, was ich auch sehr, sehr gerne gucke. Horror wäre jetzt gar nicht meins, obwohl ich ab und zu auch mal einen Horrorfilm geschaut habe tatsächlich. Manchmal kann es auch ein bisschen in die romantische Schiene gehen, das passt. Horror magst du nicht? Ja, jein. Also dieses Splitter, dieses ist ein bisschen nicht so meins. Also wenn man da nur, keine Ahnung, Saw oder so, das wäre jetzt nicht so meins. Es ist einfach nur eklig. Also ich möchte von diesem Film nicht angeekelt und angewidert sein, dass ich mich übergeben müsste sozusagen, sondern ich möchte wirklich mich auch gruseln. Mhm, bin ich absolut bei dir, sehe ich genauso. Und wie sieht's aus mit Horror Games? Oh, ich bin echt ein Angsthase, muss ich ehrlich sagen. Ich bin wirklich ein Angsthase. Ich überlege gerade, was habe ich denn gespielt? Ich komme jetzt nicht drauf. Hast du schon mal Phasmophobia gespielt? Ja. Und? Naja, am Anfang, okay, wo ich es noch nicht kannte, dachte ich, okay, ein bisschen gruselig, wenn du alleine drin bist, so. Aber mittlerweile finde ich das nicht mehr so gruselig. Ich habe mich am Anfang in den ersten Runden Phasmob, ich mich eingeschissen. Naja, so ging es mir auch. Es war wirklich Horror. Also war wirklich gut. Irgendwann gewöhnst du dich halt dran und dann liegst du da komplett durch. Ja. Tettmann, lieber an der Stelle, vielen herzlichen Dank für dein Follow und dann auch herzlich willkommen in meiner Community. Das ist aber noch meiner. Ich weiß, er bleibt auch deiner, aber trotzdem schön, dass du da bist. Zumindest für dieses Battle erstmal. Ach stimmt, wie machen wir das heute mit Leuten, die mir auch gefolgt haben? Nein, Spaß. Ich glaube, das ist heute ganz klar. Und wir haben ja auch gesagt, wenn wir später gewisse Rätsel machen, wo es unklar ist, zu welcher Community ist er jetzt, dass wir dann einfach sagen, hier, schreib rein, zu welcher Community bist du jetzt von Chrissy gekommen oder bist du auf meinen Kanal gekommen? Wir können ja mal, ich glaube, unser Essen kommt gleich. Nein. Der kommt jetzt. Der ist jetzt der müsste jetzt jeden Moment klingeln. Der ist schon im Ort. Verkneift mir seit einer halben Stunde klingeln zu gehen, weil ich denke, der klingelt dran. Der klingelt jetzt jeden Moment. Das ist der Left. Es müsste jetzt jeden Moment klingeln. Ja? Trommelwirbel. Chrissy, mach doch nur Horror-Games. Hast du dir mal ihr Gameplay angeschaut? Ich glaube das nicht. Und ich glaube, das ist wirklich in jeder Twitch-Community so, ne? Dass die Leute kommen, um dich zu supporten, aber sie mobben dich gnadenlos weg, wenn du an irgendwas machst. Das ist bei mir genau auch so, ey. Es sind halt auch immer die gleichen. Also. Obwohl... Meine letzte Frage. Kreide hat noch eine Frage? Moment. Die lege ich jetzt nicht vor, du musst entscheiden, ob du sie vorlesen willst und beantworten möchtest. Ereignis im Leben außer Kind, Freund, Tiere, Tattoos.
The day before best game. Hallo, mein Lieber. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich weiß noch, wo du mir gefolgt hast. Ich habe mich zu spät für deinen Follow bedankt. Dafür nochmal herzliches Dankeschön und schön, dass du wieder mit dabei bist. Und jetzt zurück zu Chrissy. Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit. Was war, also, gut, das kann ich jetzt, ja. Ich war letztes Jahr an meinem Geburtstag. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Ereignis. Da hat mir meine Schwester tatsächlich zu meinem Geburtstag eine Reise geschenkt, und zwar ins Disneyland Paris. Und durch mein Tattoo hat man vielleicht schon erkennen können, das könnte die Rose sein von Die Schöne und das Biest. Und ja, sie hat mir da quasi eine Übernachtung geschenkt und überhaupt den Aufenthalt dort. Und ich fand das einfach mega schön. Also gerade für Disney-Fans, ja, damit oute ich mich, ist das richtig cool. Oh, scheiße, was ein Outing. Ja, ne? Kleiner Scherz am Rande. Nein, super cool. Disneyland, waren jetzt Freunde von mir auch letztens erst da. Und ja. Disneyland steht auch auf meiner To-Do-Liste. Also das würde ich auch gerne mal machen. Cool. Alleine in diese Star-Wars-Abteilung gehen und dieses... ich weiß nicht, ob das in Paris genauso ist wie in Amerika, aber in Amerika sehe ich immer, wo die in dieser Cave sind und ihre eigenen Laserschwerter da craften. Ah, das ist natürlich cool. Aber ich glaube nicht, dass die das in Paris haben. Weiß ich aber nicht, keine Ahnung. Aber sie haben auf jeden Fall auch eine Star Wars Area. Da war ich aber tatsächlich nicht. Tobi, wir lieben uns, haben meist, wir lieben uns auf jeden Fall. Ich check mit diesem Tobi 24 Viewer hat. 25, hä? Ich glaube, ich würde mal sagen, Unmod Dr. Lurix, du bist noch in der Probe. Nee, der geht schon los. Maxi, wir lieben uns am meisten, mein kleiner Schlawiner, ja. Star Wars, also nicht so als Ding bei Chrissy. Nee, nicht so, ne, oder? Habe ich noch nie gesehen. Aber ich bin mir nicht sicher, du musst mal, wenn du hier so reinkommst, merkt man, dass ich Star Wars Fan bin? Ja. Ja. Das übersieht man hier nicht. Gut, also, war jetzt tatsächlich auch eher nur eine rhetorische Frage. Und Tarkov-Fan bin ich. Ja, das wusste ich. So, ihr Lieben, es gibt jetzt gleich Essen. Und nach dem Essen geht es los mit dem Battle der Communities. Wir haben heute 3 Games für euch vorbereitet. Mhm. Wir fangen zuerst an mit... Dem Quiz. Gut, dass du mich hast. Ja, stimmt. Ja, ich habe jetzt hier den Chat auf und gerade nicht meine Liste. Wir fangen mit einem Quiz an. Für alle, die bei der letzten Show dabei waren, wir werden das heute wieder ähnlich aufziehen. Es wurden im Vorfeld Leute aus unserer Community ausgewählt. Es wird ein 4-gegen-4 Battle sein. Chrissy und ich, wir haben jeweils 28 Fragen vorbereitet. Chrissy hat Fragen für die Bamble Mafia vorbereitet. Und ich habe Fragen für die Chrissy-Community vorbereitet. Ich muss mal kurz fragen, ich sage immer Chrissy-Community. Habt ihr auch irgendwie so einen Spitznamen wie Bamble-Mafia? Nee, tatsächlich nicht. Also ich wüsste auch nicht, außer jetzt sagt der Chat irgendwas wie so und so. Aber nee, gar nicht tatsächlich. Ich hätte höchstens geraten, weil du hast doch dieses, ist das ein Wolf oder ein Hund? Ist das was? Wolf. Ein Wolf. Habe ich auch hier tatsächlich. Also nicht den, aber ich habe das Tattoo ist auch ein Wolf. Und dann nennen wir euch doch die Wölfe. Nein, okay. Okay. Also Chat, Chrissy Community, ihr seid nicht die Wölfe. Die Chrissy Krabben. High Five, Kaito. Die Chrissy Krabben. Warum? Wolfsrudel. Ja, Kaito, chill, Junge. Die Chrissy Bärenbande. Die Angsthasenbande. Nina. Ich glaube, du solltest deinen Chat nicht den Namen aussuchen lassen. Ich merke das schon. Da kommt nur Blödsinn bei rum. Genau. Und wie gesagt, es gibt dann dieses Battle. Die Chrissy liest meiner Community die Fragen vor. Und ich lese Chrissy Community Fragen vor. Essen ist da. Essen kommt gleich. Aber wir haben tatsächlich noch gar keinen Namen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was man jetzt auf die Schnelle machen genau. könnte. Ja, genau. Das ist, ja. Was, die Zuckerwatten? Nee, eine Gabel, aber ich komme nochmal hoch, weil ich habe die Eiswürfel nicht mit. So. Ich bin sofort wieder da. Alles gut. Jetzt ist die Katze drin. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir hier noch einen Besucher. Und zwar ist der süße kleine Milo hier drin.
Ich glaube, den sieht man nicht, weil der gerade noch hinter der Kamera sitzt. Was? Masunas Vorschlag? Die Christen? Ja, hier ist auch eine Katze. Auch richtig süß. Erinnert mich schon an meine beiden, weil der hier ist auch sehr weiß. Guckt gerade ein bisschen grimmig, aber sonst. Das Sushi ist frisch. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Oh ja. Oh ja, sehr viel. Aber bestimmt sehr lecker. Was macht ihr da mit plus eins, plus zwei? Nein, wir nennen uns auch nicht so. Oh. Die Katze ist da und ich habe Eiswürfel geholt. Oh, sehr schön. Vielen Dank. Ja, nicht zu danken. Danke für die Gabel. Bitte aus schön. Gründen. Ja, stimmt, wir haben auch eine kleine Challenge. Ah, Moment. Nein, habe ich nicht. Wenn es viel ist, sagt Tobi bitte mal, dass er Montag was für mich übrig lassen soll. Okay, ich sag ihm Bescheid. Gehört die Katze zum Sushi? Nein. Oh, da. Da. Katze, ja. Yes, I do. Oh, Stäbchen. Stäbchen und ich sind Feinde. Genau. Das ist das Problem. Deshalb machen wir eine kleine Challenge heute. Du darfst mal probieren, mit Stäbchen zu essen. Ich kann ja einfach so aufspießen. Was hältst du davon? Dann krieg ich das auch hin. Nein. Auf gar keinen Fall. So, euch stellen wir mal hier rüber. Nee, kein Problem. Wir haben jetzt. Die Reihe ist dir, das sind wohl meine. Die packen das leider immer in eine große Packung, anstatt dass es halt getrennt reinschmeißen. Alles gut. Meine Haare mal nach hinten machen, die möchte ich ungern mitessen. Mahlzeit. Rhythmiker! Hey, Martin, mein Lieber! Und Bauer Hans ist da! Leute, schön, dass ihr da seid. Alles klar bei euch? Wie geht's? Meine Damen und Herren, bitte auch mal einen großen Applaus für meinen Kater Milo in den Chat. Oh je, das gibt Tote. Leckt das jetzt? Nee, es war nur am Fernseher geleckt, ne? Guten Hunger. Vielen Dank. Mal sehen. Du darfst jetzt natürlich erstmal mit der Gabel anfangen. Oh, das ist anfangen. Nett. Mensch, da muss ich einfach nur schnell genug sein. So, da haben wir das Gleiche. Einmal. Vielen Dank. Ich muss mal ein bisschen Platz schaffen hier. Ach, guck mal, da wäre noch Stäbchen gewesen. Eieiei. Sind kleinen Kinder in Asien, werden die Stäbchen mit einem Gummiband zusammengebunden. Wenn sie 3 Jahre alt sind, wird das Gummiband entfernt. Nein. So, Chat, wir wurden leider gerade unterbrochen. Was heißt leider? Das Essen ist Gott sei Dank da. Ja. So, das ist das erste Mini, das ist das erste Game. Danach gibt es ein Activity Game, das ist offen für alle, da können dann die Communities im Chat mitraten. Genau. Und zwar müssen Krisi und ich euch etwas malen und pantomimen. Oh. Jeweils 3 Begriffe. Wir machen, nee. Vier Runden. Nee, jeweils 2 Begriffe. 2 Begriffe pantomimen wir, genau. Und 2 Begriffe zeichnen wir euch. Und dann, wenn es soweit ist, geht es los mit Mario Kart. Da haben wir auch eine Reihe an Leuten ausgewählt. Und du kannst gerne schon anfangen. Ich möchte das gerade noch zu Ende führen und dem Chat noch was zeigen. Wenn, nicht wenn, und zwar haben wir hier ein Leaderboard für euch vorbereitet. Einmal Community die Chrissy, einmal Community bei Maxip. Natürlich in den Quiz-Games für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt und wir werden in den Mario-Kart-Runden
auch Teams bilden und dann bekommt natürlich das Team, was bei Mario Kart gewinnt, jeweils einen Punkt. Und am Ende ist klar, die Community mit den meisten Punkten gewinnt und der Verlierer, also der Streamer, stellvertretend für die Community, die verloren hat, muss Karaoke singen. Oh no! Ich weiß ja nicht, also Bamble Mafia, ihr müsst heute wirklich, wirklich Gas geben, weil ihr wisst, wie schrecklich ich singe und ihr wollt das nicht hören. Und wehe, wir verlieren und ihr haut dann ab und zieht euch nicht rein, wie ich mich hier mit Karaoke blamiere. Ich schwöre euch, dann rappelt's aber. Aber ich mache mir keine Sorgen, Bamble Mafia, wir holen das Ding heute. Die Lieder für das Karaoke stehen zur Auswahl. Chippi Chippi Chappa Chappa, Barbie Girl oder Sexbomb. Oh je. Oh je, das wird wirklich wild. Warte, wenn Chrissy verliert, singt sie? Ja. Dann verliere ich mit Absicht. Nein, Alter. Nein, Mars. Nein, das machen wir nicht. Wir wollen auch mal vielleicht Rymix singen hören, bitte. Ja, meine Community macht auch gerade so Faxen, ey. So, ich wünsche dir einen guten Hunger. Wir wollten eigentlich in 4 Minuten anfangen. Wir essen aber jetzt mal in Ruhe fertig. Ich wollte gerade sagen. Und dann können wir entspannt anfangen zu daddeln. Mhm. Ja, schau mal. Frage an Chrissy, holst du das Singen nach, wenn wir gewinnen? Ich muss ja jetzt wahrscheinlich Ja sagen. Sonst strengt ihr euch ja nicht an. Ja, ich singe einmal dann für euch, aber in meinem Stream dann, nicht hier noch. Aber dafür müsst ihr euch dann anstrengen jetzt. Was machen wir eigentlich bei Punkte Gleichstand? Singen wir im Duett. Dann, okay, machen, Deal. Hand drauf. Na gut, okay, im Duett. Wenn Punkte Gleichstand ist, dann singen wir im Duett. Mhm. Wettschulden sind Ehrenschulden. Doch, hier im Stream. Nee, Teufel, es ging jetzt darum, die Community von Chrissy hat gerade gefragt, ob sie trotzdem mal für die Community singen würde. Ist das ein Deal, Chrissy? Heißt, du singst so oder so? Pass auf, die treffen sich jetzt alle im Discord und schreiben, ja, hier, lass mal so und so, der gewinnt das Spiel, der gewinnt, ich lass dich gewinnen, dass die beiden sich zum Affen machen müssen. Also, wäre schon lustig, aber nein. Es schmeckt echt gut. Also sehr viel Sushi. Irgendwer hat gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer von deiner Community hat gefragt, wenn wir noch Essen übrig haben, ob du ihm das am Montag oder wann auch immer mitbringst oder morgen? Hä? Nee, Sushi doch nicht. Sushi muss doch am selben Tag noch gegessen werden. Hm. Ja, also Kaito, guck mich mal an. Kaito, sehe ich so aus, als ob hier was übrig bleibt? Ich glaube kaum. Tun den Kühlschrank. Chrissy mit der Gabel essen ist minus 1. Stimmt, ja dann, Chrissy? Mhm. Wir fangen mal an. Ich zeig dir jetzt, wie ich das mache. Du nimmst deinen Ringfinger und deinen Daumen. Und dann klemmst du das erste Stäbchen so dazwischen. So, dieses Stäbchen bewegt sich nämlich nicht. Jetzt nimmst du das zweite Stäbchen und legst das hier so zwischen deine zwei Finger und dann den Daumen drauf. Dann kannst du nämlich hier so mit... Das ist ja gar nicht beweglich. Oh Gott, jetzt ernsthaft so? Das sieht doch scheiße aus. So sieht das bei jedem aus. Man muss es halt ein bisschen üben. Oh Gott, das ist ja voll schräg. Ich kann das nicht. Das ist bestimmt schön. Guck mal, so schräg. Kann ich so schließen. Nee, jetzt versuchst du. Du nimmst am besten ein kleines. Ja. Mit kleinen geht das besser. Ja, du nimmst jetzt ein kleines und dann klemmst du das so ein und dann... Ich muss das nochmal... Es ist ja voll schwierig. Wie soll man das machen? Das ist nicht mehr beweglich bei mir, weil wir sind beide einfach starr. Ja, du musst ein bisschen die beiden Finger oben drüber legen. Was ist denn das für Fingergymnastik? Das funktioniert gar nicht. Guck mal, wie das aussieht.
Versuch einfach mal. Versuch mal einen zu grabben. Ich mach einfach so. Komm her. Nein, das klebt fest. Warte mal. Das geht wunderbar. Komm schon. Ich glaube, ich stürze sie ab. Nicht da reinstechen. Nein, ich mach doch nicht. Aber es geht nicht. Warte mal, kann ich mal eins hier lösen? Ja, das ist in Ordnung. So. Wer ist eigentlich der Ding im Anzug? Dr. Lurix, du spielst gerade mit deiner Mod-Situation. Ich glaube, mein Lieber. Hä? Oh Gott. Ja. Oh, Scheiße. Warte, ich muss was runterhalten. Ich habe Angst, dass ich das nicht treffe. Meine Damen und Herren, Applaus bitte für Chrissy in den Chat. Gibt aber keinen Pluspunkt dafür. Doch, finde ich schon. Das ist was ich nicht kann. Ehrlich? Oh. Nein, Quatsch, Dr. Lurel. Danke so. Für den Applaus. Oh, die Dinger, das sind so Mundsperren. Hast du irgendwo ein Taschentuch? Mein Auge dreht, leider. So schlimm? Nein, das ist mein Auge. Das wäre super. Ich bin doch bestens vorbereitet. Sieht jetzt bestimmt aus, als ob ich heule. Aber meine Augen sind ab und zu ein bisschen zu trocken, tatsächlich, leider. Morgen ein TikTok-Clip. Ja. Zuschauer von YMAX, Gäste Bein. Von YMAX im Heulen in der Show. Wenn ich jetzt verheult aussehe, es tut mir sehr, sehr leid. Aber mein Auge, das ist halt kaputt. Ich dachte deswegen so. Trage ich auch eine Brille. Beim Tobi kann man nur weinen. Kurz dann wieder bodenlos. Ey, eigentlich witzig, gell? Die Communities treten heute gegeneinander an, um uns zu supporten. Hm? Was machen sie? Unsere eigenen Communities dissen uns. Hm? Das ist alles bodenlos. Das ist bodenlos. Richtung Streck. Was ist mit Ted los? Ist das auch deiner Community? Du bist verantwortlich für das Verhalten. Richtung Hobby streng. Weil ich weinen muss. Hab mal geduscht. Oh Mann, ey. Ey, Sabia! Hä? Guck mal. Sabia aus meiner Community schreibt Chat, ja. Tut mir leid, es ist so bodenlos. Es ist so bodenlos. Also, ich glaube, die haben das falsch verstanden. Ey, Communities, ihr sollt euch gegeneinander battlen und nicht heute die Streamer battlen. Das ist echt bodenlos. Aber Chat, bleibt bitte niveauvoll. Ne? Wir können uns gerne ein bisschen dissen und ein bisschen Spaß machen, aber bitte lasst es nicht eskalieren, okay? Oh mein, es wird, es ist okay. Hab gelesen. Jetzt musste ich so lachen, jetzt habe ich mich fast verschluckt, ey. Ja, die sind auf Krawall gebürstet. Ich glaube, wir müssen gleich mal mit den Games anfangen. Ich darf auch nicht mehr in den Chat gucken, wenn ich esse, ey. Sonst verschlucke ich mich irgendwann und... Ja, weil die ich glaube, es wird mal Zeit, dass die mal... Oh, warte, Eiswürfel. Kannst du mir auch welche reinmachen? Das wäre so ja, gut. Natürlich. Dankeschön. Chrissy, verschluck dich, wenn du Hilfe brauchst. Was? Siehste, danke. Und wir haben noch vorhin auch Spaß drüber gesprochen, dass heute so Kommentare in den Chat kommen, ne? Naja. Bodenlos. Ted hat geschrieben, du musst das verstehen, Tobi. Wann hat Mama die Gelegenheit, gleichzeitig zwei Streamer, in Klammern lieb, zu trollen? Stimmt. Ja, eigentlich könnten wir jetzt eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Eigentlich schon. Ja, wir fühlen uns von unserem Chat gemobbt. Ja.
Hallo, ich bin die Chrissy und ich fühle mich von meinem Twitch-Chat gemobbt. Und dann die nächste Reihe und Runde rum. Hallo, ich bin der Tobi. Ich fühle mich von meinem Twitch-Chat gemobbt. Ich weiß, wo du wohnst. Ich komme und mach Klingelstreich. Oh Mann. Scheiße, der weiß wirklich, wo ich wohne. Das ist der Martin. Ich komme und mach Klingelstreich. Ey, aber das ist sympathisch. Was, der Klingelstreich? Ja, ich habe schon als Kind Klingelstreich geliebt. Hallo Tobi. Wenn der Streamer nicht vom Twitch-Chat gemobbt wird, macht der Streamer was falsch. Ich fühle mich von meinem Chef. Ach, bin ich jetzt dein Chef? Wow. Ich glaube nicht, dass meine Mods mich als Chefin sehen, oder? Oh. Liebe Grüße an Nuki und streiche ihn von mir. Nuki ist Tobis Hund. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Liebe Grüße auch von mir. Aber ich glaube, jetzt mal einfach kurz mal wieder auf das Twitch-Thema zu kommen. Ich glaube, wenn das im Rahmen ist, und es ist natürlich, der Twitch fordert seinen Streamer so ein bisschen heraus und bringt dann natürlich auch Sprüche. Mhm. Weil ich sage immer, ein guter Streamer, der nimmt das natürlich auch mit Humor und kann da mit Witz auch entgegenwirken. Und ich glaube, es wäre jetzt voll lost, wenn man sich da jetzt halt ernsthaft angegriffen fühlen würde. Und es muss halt auf einem niveauvollen Rahmen bleiben. Wenn halt wirklich jetzt einer anfängt zu beleidigen oder über die Stränge schlägt, dann gibt's eine, also da musst du halt auch ganz klar dich abgrenzen und sagen, das geht so nicht. Klingelstreich ist aber blöd, weil Tobis Frau dann ja immer die... Richtig, wie aufmerksam. Krasser Typ. Hm. Was machst du mit dem Sushi? Sieht keiner außer du, also alles gut. Besser ist... Die zerpflückt das hier. Spaß, du sollst essen, wie du es für richtig hältst. Aber guck mal hier, der Streamer wieder da. Ja, mein Gott, hier, oh mein Gott. Ja, ich muss wieder abspecken, ich weiß. Die Futterluke. Das ist dein Daddy-Speck. Okay, stopp. Ich will gar. Können wir uns bitte aufhören, über Körperproportionen von Streamern zu unterhalten? Danke. Das ist jetzt nicht, glaube ich, fehl am Platz, dieses Thema. Oh, das macht aber auch gut satt, ne? Das macht sehr, sehr doll satt. Aber du hast ja auch einen Kühlschrank. Ja, ist richtig. Oder später. Ja, ich würde sagen, hebt ihr was auf. Erfahrungsgemäß hat man nach der Show immer noch ein bisschen Hunger. Ist auch sehr viel. Ich stehe mal noch rüber. So, Freunde, dann könnt ihr euch schon mal langsam für die Battles bereit machen. Für alle, die am Quiz teilnehmen, ihr Lieben, ihr könnt schon mal zu mir ins Discord kommen. Ausrufezeichen Discord in den Chat und dann kommt bitte in den Anmelde-Warteraum. Willst du was noch essen? Das kriege ich nicht mehr auf. So, ich bringe das gerade mal in den Kühlschrank. Vielen Dank. Ach so. Ja, ach so. Du bringst das in den Kühlschrank? Damit meinst du jetzt Müll? Ja, das. Nee. Ich bring das ach in so, den Kühlschrank. Weil du bist gerade weggegangen mit dem Müll und hast gesagt, ich bring das mal in den Kühlschrank. Ja, ich weiß, das war Quatsch. Ich dachte gerade, okay. Dankeschön, geht's? Das geht, ja. Sehr gut.
heute dachte ich, Chrissy wäre Vollblutstreamerin und hat gar keine Beine. Ja. Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich sehr, sehr lange Beine. Deswegen weiß ich immer nicht, wie ich mich auf so ein Sofa setzen kann. Eieiei, jetzt gehen die Spiele los. Erst Quiz. Da bin ich mal gespannt. Ich robbe normalerweise durchs Leben, ja. Genau so. Oh Gott. Ja, aber es ist natürlich ist es was anderes, ja. Irgendwo. Wenn ich sonst streame, sieht man ja, glaube ich, von hier bis da. Und das war's. Was kann ich gewinnen, wenn ich beim Quiz mitmache? Du kannst einfach nur für die Bembel-Mafia denn gewinnen und dass du dir das ersparen kannst, dass Wimax nicht singen muss. Mars, du musst dich jetzt anstrengen. Ich überlege gerade. Ja, okay. Ja, ich auch. Mars, ich setze jetzt auf dich bei dem Quiz. Du musst das jetzt hinkriegen. So, ich muss gerade noch den Namen aufschreiben. Oder ich mach auf dem Computer die Liste auf und dann siehst du das. Und dann gehen wir das von oben nach unten ab. Genau. So. Meine Damen und Herren, wir starten das Battle der Communities. Let's go, Freunde. Wir fangen an mit dem Quiz. So, dann schauen wir schon mal, wer ist denn schon alles im Discord? Ich sortiere mal kurz. Rhythmica ist da. Jetzt gucke ich aber mal kurz auf meine Liste, wer sich für das Quiz angemeldet hat. Rhythmica, wir haben eigentlich die Leute, die am Quiz teilnehmen, im Vorfeld ausgewählt. Aber Savia hat gesagt, sie kann, ihr geht es halt nicht so gut. Das heißt, Rhythmica, cool, dass du da bist. Du darfst dann sehr, sehr gerne mit teilnehmen. So, ich separiere gerade erstmal schnell die Communities. So, ihr kriegt alle erstmal, so, hier haben wir schon einen Follower. Auch schon die Rolle. Monster Chister auch. Rhythmica braucht noch eine Rolle. Xavier, das ist überhaupt kein Problem. Das ist doch eine vollkommen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. So, ich separiere euch mal gerade kurz. Das dürfte der Ted sein. Rhythmica gehört. Ah, warte mal, ich bin auch gerade auf der falschen Seite. Eine Sekunde, Leute. So, Ted. So. 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 Dr. Lurix fehlt noch. So, bei mir fehlt noch Dr. Lurix. So, okay, wusste nicht, aber wenn es geht. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass du mit dabei bist, Rhythmica. So, dann gehe ich nochmal die Liste durch. Also, Danzare ist da, die Marzuna, der Monsterzüchter und der Ted. Bei mir ist es Dr. Lurix, der Orjan, der Teufel und stellvertretend für die Savia, der Rhythmica. Marzuna ist ein Mann, das ist Mars. Oh, Entschuldigung. Oh.
wolltest ja nur mal einwerfen. Ja, das war keine böse Absicht. Nein. Sorry, ich dachte jetzt, das hat sehr weiblich geklungen. Das erste Mal, als Mars in meinem Chat war, dachte ich auch, es wäre eine Frau. Oh, ja gut, okay, dann habe ich mich jetzt nicht ganz blamiert. So, Chrissy, dann komm noch einmal sehr zu gerne. Mir. Sehr gerne. Mich hinstellt, links, rechts. Dann, das sind deine Fragen für meine Community. Ich habe hier die Fragen für die Community von der Chrissy. Hm. Dann habe ich einmal die Kopfhörer für dich. Ja, danke. So, warte mal, dich brauche ich nicht. Genau, wir müssen dann, ich halte das mal so hoch, wir müssen dann hier reinsprechen, da hören uns die Damen und Herren und ich ziehe euch alle mal jetzt rüber. So, einer ist jetzt gerade rausgeflogen, einer fehlt. Wer ist denn da? So, ihr Lieben, und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Teil der Show seid und schön, dass ihr am Quiz teilnehmt. Ich hoffe, ihr seid alle bereit und ich würde auch sagen, wir wechseln einmal ganz kurz den Screen. Und wir würden dann auch schon loslegen. Jetzt ist die Frage, Chrissy, wer fängt an? Ich würde sagen, wir machen das, wir entscheiden das über Schnick, Schnack, Schnuck, oh, wer anfängt. Super. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, Chrissy darf anfangen. Dann, wir machen das jetzt nicht nach der Reihe im Discord, sondern wir machen das nach der Reihe... Die du aufgeschrieben hast, da. Genau. Ja, das ist doch okay, der Discord League. Aber der Mod-Chat, der hat da nichts verloren. Das ist kein Problem, aber ihr müsst uns ja über Discord zuhören. Genau. Wir machen das jetzt im Discord. Wir haben jetzt die Liste auf. Genau, das hier oben ist meine Community, Dr. Lurix, Teufel, Orjan, Teufel und Savir. Hier gebe ich nochmal ein, ich nenne ihn einfach mit dem Madin. Und einfach mal, um euch ganz kurz vorzustellen, meine Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich Dr. Lurix. Einfach halt, Orjan. Dann Sarah. Servus. Monsterzüchter. Hallo. Teufel. Schönen guten Abend. Madin. Masuna. Und der Tetsch. Meine Damen und Herren, bitte mal Ausrufezeichen Applaus in den Chat für die netten Damen und Herren, die heute mit... Oh mein Gott, da war... Alles warte gut. Mal, den Browser mal. Moment, nicht, dass hier meine Adresse liege. Hat man da nicht gesehen, ne? Oh mein Gott, ey. Auf einmal so Adressen-Leak on stream in der Show mit 30 Zuschauern. Ja, moin. So, wir sind ready. Genau, wir fangen ja von oben nach unten an. Und ich würde sagen, ich beginne ja dann, wir ja? beginnen. Genau, ihr habt immer... kurz die Spielregel erklären. Also wir fragen immer die Communities abwechselnd nach den, also wir stellen der Community immer abwechselnd die Fragen. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt im Community Counter ja. Und ihr habt 5 Minuten Zeit, die Frage zu beantworten, weil ich kann mir natürlich vorstellen, 5 Sekunden. Genau, dass ihr einfach nicht die Chance habt zu googeln oder wenn es dann einer in den Chat schreibt, dass ihr das dann einfach wiedergebt. Ich habe hier die Uhr so ein bisschen im Blick und ich würde sagen, wir legen los. Okay, Dr. Lurix, in welcher Stadt bist du, wenn du auf der spanischen Treppe stehst?
Okay, das wäre? Rom. Rom wäre es gewesen. Dann sage, aus welchem Land kommt die Band AC/DC? Leider falsch, Australien wäre es gewesen. Oh Gott, den Namen weiß ich jetzt gar nicht. Wie wird er ausgesprochen? Orjan. Orjan, okay. Tut mir leid. Welche Sprache hat die meisten Muttersprachler? Englisch oder Spanisch? Spanisch. Ah, richtig. Das ist richtig. Gibt's einen Punkt. Monsterzüchter, was wird bei einem Konklave gewählt? Leider falsch, es wäre der Papst gewesen. Okay, Teufel. Pink Lady und Granny Smith sind Sorten von welchem Obst? Teufel, du bist gemutet. Oh. Wir sind total leise und es gibt ein Echo im Chat. Redet noch mal was? Na, es kann sein, es ist nur ein kleines Echo, oder? Also bis jetzt gehen die Fragen. Nein, Matchets, nein, es kann sein, dass ich Fragen doppeln, weil die Chrissy hat natürlich Fragen vorbereitet und ich habe Fragen vorbereitet. Warte, ich mach euch einfach mal im Discord gerade lauter, denn das Desktop-Audio ist jetzt höher gedreht. Gut. Ja, das man hört das durch die Kopfhörer, das nehmen jetzt natürlich die Mikrofone auf. Richtig. Wir können natürlich auch, sprecht nochmal was bitte. Ja, okay, warte mal, du kannst hier. Andere Seite. So, ich glaube, jetzt sollte es dann perfekt sein. Okay. Dann nehme ich aber jetzt eine andere Frage, weil das ist ja jetzt doof sonst. Also ich gehe jetzt einfach eine weiter. Dann geh einfach eine weiter, jawohl. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Genau, Teufel, okay, dann jetzt dran. Teufel, genau. Woher stammt Sushi? Also aus welchem Land? Leider falsch, China, tatsächlich. Ja, es ist China gewesen. Leider falsch, Teufel. Marzuna, mit welchem Hormon behandelt man die Zuckerkrankheit Diabetes? Nee, zu dem kannst du nur beten. Es wäre Insulin gewesen. Ist ja nicht schlimm. So, jetzt muss ich gucken. Ah, jetzt ist Martin dran, ja? Wie heißt die Hauptstadt von Kanada? Zeit ist um. Ah, fuck, ist es leider nicht. Ottawa wäre es gewesen. Genau. Ted, in welcher Fußballmannschaft spielte Michael Ballack von 2006 bis 2010? Leider falsch, der FC Chelsea wäre es gewesen. So, Dr. Lewis. Gut, Dr. Lurix, von wann bis wann dauerte der Erste Weltkrieg? Richtig. Das ist richtig. Oh, jetzt habe ich aus Versehen 2 Punkte gegeben? Nein, okay. Dann sage, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Aus welchem literarischen Werk stammt diese Formulierung? Das ist korrekt. Yes.
Oh, der Name. Es tut mir sehr leid. Oh. Orjan. Ich merke mir das nicht, sorry. Orjan, an welchem Datum fiel die Berliner Mauer? Nein. Nee. Am 9. November 1989. Monsterzüchter, welches Land regierte Katharina die Große von 1762 bis 1796? Das ist korrekt. Yes, sehr gut. So, jetzt Teufel. Wie viele Planeten gehören zu unserem Sonnensystem? Richtig. Yay! Yeah! Warte mal, jetzt habe ich... Ah, jetzt... Das war... Hier. Ist okay. Reißt euch bitte zusammen. Masuna, welches europäische Land legalisierte als erstes die Homosexualität? Falsch, Frankreich wäre es gewesen. So, jetzt war ich bei Madden, genau. Mit wie vielen Figuren startet ein Schachspiel? Ja. Ja, verdammt. Das ist richtig. Die Reaktion von der Deutsch. Oh mein Gott. Ted ist dran, ne? Ted. Das, Ted, ich zähle auf dich. Das ist wieder eine Fußballfrage, aber das schaffst du, das schaffst du. Ich freue mich. Ach, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. 100%. Ich wette einen Zap da drauf, dass du das schaffst. Wer ist beim FC Bayern als der Kaiser bekannt? Richtig. Ja. Sehr gut. Jetzt kommt er wieder. So, jetzt kommt wieder Dr. Lorix. Woraus bestehen Rosinen? Ja, das ist richtig. Ich bin stolz auf euch. Die Bamble Mafia führt. Weiter so. Dann Sare. Durch welche Stadt tobt ein Tyrannosaurus Rex in dem Film Vergessene Welt Jurassic Park? Nee, San Diego wäre es gewesen. Ich habe da langsam das Gefühl, du hast viel schwierige Fragen als ich. Nee, pass auf. Aha. Ja, gut. Orjan. Danke. Würdest du den Namen vielleicht vorlesen? Warte, pass auf. Wir machen das einfach anders. Der hat ja noch einen Spitznamen. Dann machen wir es einfach so. Du nennst ihn jetzt Kaito. Ich glaube, das ist einfacher, oder? Kaito, ja. Das sollte gehen. Oh Gott, ja, ich versuch's. So, welches Gemüse ist auch unter dem Begriff Erdapfel bekannt? Sag nochmal. Ja, ist korrekt. Nein. Hä? Nicht? Doch, ist korrekt. Doch, leider schon. So, warte mal, ich muss, Monsterzüchter, du bist wieder dran. Monsterzüchter, Mainz ist die Landeshauptstadt von? Was? Leider falsch, Rheinland-Pfalz, Wiesbaden ist die Landeshauptstadt von Hessen. Das macht ihr unter euch aus. So, jetzt wäre ich wieder bei Teufel. Welches Symbol hat Gold im Periodensystem? Ja, also die Abkürzung. Die Abkürzung. Zeit ist um. AU wäre es gewesen. Marzuna, was ist das Elementsymbol für Platin? TT wäre es gewesen. Schade. So, Madin, was ist die Komplementärfarbe von Blau? Äh,
Nee. Das Falsche wäre gelb. Alles gut. Das ist schön. Aber witzig, ich habe mir gestern die Fragen schon mal testweise mit Freunden gemacht und die heute nicht dabei sind übrigens, ne? Und da kam auch die Antwort orange. Tet inch ist die englische Bezeichnung für ja, aber wie ist der inch? Sag mir mal die genaue Übersetzung. Für ja, und wie heißt die Längeneinheit? Nein. Ja, und auf Deutsch ist es? Nein, die Bezeichnung. Komm. Zoll wär's gewesen. Okay. Wir sind jetzt wieder bei Dr. Lorix, genau. Ja, oder? Ja, genau. Ja. So, wie viele Zähne hat ein erwachsener Mensch? In der Regel. Ja, ja. Mensch. Ja, tatsächlich, das ist 32 richtig, ne? Ja, ja. Chat war jetzt dran, ne? Oh, gut, dass Chat gerade, weil es mit dir nur Fuß. Zollfrage falsch. Ja. Dansare ist jetzt dran. Dansare, wie hieß der Slogan der Fußball-WM 2006 in Deutschland? Die Welt zu Gast bei? Richtig. So, Kaito ist jetzt dran, ne? Wie heißt die Hauptstadt von Thüringen? Oder Landeshauptstadt? Zwei, eins. Nein. Erfurt. Ja. Monsterzüchter. Ein Teil des rheinischen Schiefergebirges ist der. Nein, der Hunsrück wär's gewesen. So, Teufel. Wie heißt die Schwester von Elsa, der Eiskönigin? Ja, gut, okay. Richtig. Masuna, magst du Star Wars? Okay. Für wie viele Milliarden US-Dollar kaufte Disney Lucasfilm, Produktionsfirma der erfolgreichen Science-Fiction-Reihe Star Wars? Nee, Milliarden sind's. Komm, ich hab jetzt. Komm. Nee, 4 Milliarden wären's gewesen. Ja, leider. True. So, Madden, womit kann Mary Poppins fliegen? Natürlich. Das ist korrekt. Kann sie das leider. Die Bamble-Mafia führt gerade gut. Du hast viel großartig. Schwierige Fragen als ich. Aber die sind neben, die zeigen wir gleich nach dem Spiel, damit wir euch nicht durch. Aber wir haben nochmal zusammen. Ich hab ja auch einen Mix aus schweren und einfachen Fragen. Du hast dir die voll durchgelesen und abgesegnet. Ted ist wieder dran. Ted, das flächenmäßig kleinste Bundesland heißt? Nee, Bremen. Das weiß ich nicht. Google. Also, ja, stimmt. So, Dr. Lorix, welches Organ im menschlichen Körper verbraucht die meiste Energie? Und die Zeit ist
um. Ist eh falsch. Das Gehirn. warte, Ted war jetzt dran. Danzare. Was bedeutet das lateinische Carpe Diem? Nicht ganz. Ja, komm, das lassen wir gelten. Nutze den Tag, ist richtig. Nutze, genieße, ist das okay. Sehr gut. Kaito, wie nennt sich der mythologische griechische Götterbote? Nee, das wäre Hermes. Dann ist Monsterzüchter dran. Monsterzüchter. Weil jetzt bin ich gerade versprungen. Oh Gott, ich hab. Welche Gürtelfarbe existiert nicht im Kampfsport Karate? Der schwarze, der weiße, der grüne oder der rote Gürtel? Das ist richtig. Ja. Sehr schön. Teufel, welches Tier ist das schnellste der Welt? Ach, verdammt. Ja, toll. Cool. Teufel! Ach so, der. Moment, Alexa, was ist das schnellste Tier der Welt? Das schnellste Mitglied des Tierreichs ist der Wanderfalke mit einer Sturzfluggeschwindigkeit von 340 Kilometern pro Stunde. Tatsächlich. Also, ja, Alexa sagt das auch. Okay, gut, dann nimm doch einfach nochmal, du hast ja noch Zusatzfragen. Ja, ich hab noch dann mach noch eine Zusatzfrage. Okay, gut, dann... Dann, Moment, dann muss ich aber wieder einen Punkt abziehen. Danke, dass es... Ja, alles gut. Ja, natürlich. Bei wem war ich? War ich bei Teufel, ne? Du warst bei Teufel, genau. Ja. Also Teufel, jetzt eine neue Frage für dich. Wie viele Klappen hat das Herz? Ja, sag's. Ja. Ist richtig. Könntest du's? Na, dann hau raus, Ted, komm. Bist du Arzt oder herzkrank? Ah, okay. Gut, ich würde jetzt eigentlich gleich bei dir weitermachen, aber Masuna ist vorher dran, richtig? Masuna, wie nennt man im Fachjargon einen Weinkellner? Nee, der Sommelier wäre es gewesen. Okay, Martin, wer ist in den Marvel-Comics Thors Adoptivbruder? Richtig. Ted, von wem stammt das Gemälde? Von wem stammt das Gemälde, die Mona Lisa? Korrekt. Achso, nee, wir sind wieder ganz oben, genau. Dr. Lurix, genau. Was ist das größte Organ des menschlichen Körpers? Nein, das ist falscher Ton. Das, naja, sagen wir erst nach dem Spiel, was die Punkte sind. So, dann sind wir wieder bei Danzare. Danzare, sage mir doch bitte, für was steht die Abkürzung GmbH? Das ist korrekt. So. Kaito, welches Vitamin wird mit Hilfe von Sonnenlicht im Körper gebildet?
Jawohl, das ist richtig. Linsley, einen wunderschönen guten Tag und nochmal Matchat. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Wie geht's euch, Chat? Chat, wir sind gerade voll im Game, das heißt nicht sauer sein, wenn ich jetzt gerade den Chat nicht vorlese. Ich versuche immer mal wieder so ein bisschen reinzugucken. Dann machen wir weiter beim Monsterzüchter. Monsterzüchter, ein Kubikmeter umfasst wie viel Liter? Ja. Korrekt. So, Teufel. Welcher Planet unseres Sonnensystems wird als roter Planet bezeichnet? Ja, das ist der richtig. Mars, ja. Marsuna, aus welcher Stadt kommen die Beatles? Correcto Mundo. Es wurde gerade gefragt, wie viele Fragen noch kommen. Warte, wir sind jetzt... Also ich stelle jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Fragen. Ja. 5 Fragen kommen noch. Von jeweils. Genau, so. Okay, warte, du hattest jetzt... Du bist beim Teufel. Ah, ich bin jetzt beim Teufel, ja, richtig? Okay, wollte gerade sagen. Stimmt, dann ist Martin dran. Entschuldige bitte. In welchem Jahr wurde der Euro als Bargeld eingeführt? Correcto Mundo. Kann ich gehen? Hä, guck mal, es geht doch voll. Voll frustriert gerade. Das ist das erste Spiel. Entspann dich mal. Ja, wir haben ja noch zwei. Lass mich kurz, jetzt bin ich auch, ich glaube, Ted ist jetzt wieder dran, ne? Ted! Nach der heutigen Definition teilt welches Gebirge Europa und Asien? Das ist richtig! So, Dr. Lurix, in welchem Meer liegt die Insel Hawaii? Richtig! Ich freue mich einfach für alle richtigen Antworten. Genau. Dann Sarah. Wer erfand die Jeans? Ja, kompletter Name bitte. Falsch, Levi Strauss wäre es gewesen. Levis ist der Marken, ist ein Markenname. Das stimmt und Levi, ja, okay. Okay. So, Kaito. So, Kaito. Die Freiheitsstatue in New York war ein Geschenk von welchem Land? Nee. Von Frankreich. Oh, sorry. Entschuldigung, hab ich dir wehgetan? Nein, alles gut. Frankreich war's. Monsterzüchter, wofür stehen die olympischen Ringe? Hast du dir gerade einen Punkt gegeben dafür? Du hast sogar geklickt. Was? Du hast sogar geklickt bei dir. Echt? Ja, tatsächlich. Oh, sorry, dann war es jetzt... okay, danke, dass du aufmerksam bist. Dann war das aus Versehen. Ich wollte gerade sagen, Monsterzüchter, also. Wofür stehen die 5 olympischen Ringe? Ah, für die 5 Kontinente. Ja. Ich muss die Hand wegmachen. So, jetzt sind wir beim Teufel, genau. In welchem Land fand die sogenannte Februarrevolution statt? Correcto Mundo. Jetzt darf ich mir einen Punkt geben, ja? Ja, jetzt ist... Ja, leider. Masuna, kurz und schmerzlos, da erwarte ich jetzt eine korrekte Antwort. In welcher Stadt wurde Jesus Christus geboren? Correcto Mundo. Madin, welcher ist der längste innerdeutsche Fluss? Korrekt.
So, somit kommen wir zur letzten Frage. Ted, wie viele Nieren hat ein Mensch? Wie, nochmal? Zwei. Das ist korrekt. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Teilnahme des Quizzes. Bei dem Quiz. Ich präsentiere den Punktestand, meine Damen und Herren. Momentan belegt die Bembel-Mafia das Siegertreppchen und wir haben einen Punktestand von 17 zu 13, meine Damen und Herren. Ruhig. So, lieber Dansare. Ja? Genau. Ja. So, siehst du? Ich habe kurz drüber geflogen. Ich habe nicht jede einzelne Frage gelesen. Ich habe nur kurz so. So, ihr Lieben, Dansare, Dr. Lurix, Kaito, Marzuna, Monsterzüchter, Rhythmiker, Ted und Teufel. Ich bedanke mich, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr bei diesem Quiz mitgespielt habt. Wir freuen uns jetzt weiter von euch im Chat zu lesen, denn wir gehen jetzt rüber zum zweiten Spiel. Meine Damen und Herren, bitte für die acht Mitrater mal ein fettes Ausrufezeichen. Applaus in den Chat! So, ja, ja, genau. So. Meine Damen und Herren, somit kommen wir zum nächsten Spiel. Und Chrissy, wir spielen jetzt Activity. So. Das ist super. Wer soll anfangen? Machen wir das wieder per Schnick, Schnack, Schnuck oder? Nein, du fängst jetzt an, weil ich ja jetzt angefangen habe. Ich fange jetzt an, okay. Ja. Wir spielen jetzt Activity, meine Damen und Herren. Das funktioniert folgendermaßen. Wir machen jetzt, insgesamt haben wir acht, warte, zweimal Pantomime, zweimal, jeder, acht Begriffe haben. Acht Begriffe haben wir insgesamt, die ihr jetzt erraten müsst. Entweder durch Pantomime oder durch Malen am Computer. Ich habe dazu hier ein wunderbares Activity-Spiel. Das packen wir doch gerade mal aus. Ich setze mich mal. Und ich würde mal sagen, nein, Chrissy, komm mal kurz zu mir. Ja, ich bin da. Du darfst, du hast ja gesagt, ich soll anfangen. Du darfst mir jetzt eine Karte ziehen. Freunde, der komplette Chat darf jetzt mitraten und jede richtige Antwort bekommt einen Punkt. Natürlich, wir erkennen ja, wer aus unserer Community dazu gehört. Sollten wir das mal nicht erkennen, dann fragen wir euch natürlich, dann könnt ihr gerne kurz eure Dazugehörigkeit schreiben. So, ich denke, das Spiel ist soweit klar. Ihr dürft jetzt einfach alle bunt drauf losraten. Haut raus, die richtige Antwort bekommt dann im Leaderboard einen Punkt. Liebe Chrissy, du darfst mir eine Karte ziehen. So, darf ich mir jetzt einen Begriff aussuchen oder wollen wir es wirklich mit Würfeln machen? Ich glaube, da sind Assi-Begriffe dabei, ne? Das ist wirklich so. Sollen wir es aussuchen? Ich glaube ja, weil die Karte ist schon. Oder du, nee, pass auf, wir machen das so. Du darfst mir einen aussuchen, aber nicht zu Assi. Darfst mir einen Begriff aussuchen. Und wir fangen mit der Pantomime an. Ja, das geht, glaube ich. Okay. Das kriegen wir hin. Chat, ihr dürft raten, was das Zeug hält. Achso, ich gucke dann mal in Chat, ja? Damit wir das denn sehen. Mic off. Stopp.
Ist meins auf? Meins läuft. Nee. Hallo? Nein. Nee, Mad-Chat. Hört ihr mich, Chat? Ja, ich habe Ausschlag. Dann schreibt mal bitte, wenn nicht bei euch geht, dann einfach mal kurz den Browser aktualisieren. Kein Problem. Also. Nee, kein Liebesbrief. Ah, warte, ich darf nichts sagen. Verzweifelt Kündigung. Das ist nicht schlecht. Nee. Wie lange haben wir eigentlich Zeit für den... Wir müssen eine Zeit festlegen. Ich würde sagen, wir haben um den Begriff... Ja, wohl eigentlich egal. Wir machen so lange, bis der erraten ist. Ja, kam noch nicht. Sind schwer. Kaum Vertrag. Nee. Dr. Lurix, hör auf bitte mit so einem Quatsch. Nee, jetzt so ein bitte hier nichts über Körpergrößen und keine Bodyshaming, bitte. Sowas möchte ich auf gar keinen Fall. Da erwarte ich von meinem Mod was anderes. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ihr seid schon auf dem richtigen Weg, aber... Oh, scheiße, ich... Nee, keine Brieftaube, kein Leserbrief. Blackout. Ja, warte. Mir fehlt irgendwas um das eine. Entschuldigung. Nee, verdammt. Nee, wie gesagt, die Wörter sind halt... Ah doch, ich hab was. Nee, noch nicht, nein. Keine Flugpost, nein, kein Fan, keine Blindschrift, kein Abschiedsbrief. Kündigung, Grußbotschaft. Winkebrief. Begrüßungsschreiben. Ah. Ich darf ja sagen, die sind fast nah dran. Ja, du darfst das sagen. Ja, also ihr seid fast nah dran. Also gerade, also Tobi, Steffi, beziehungsweise wer war es noch oben, habe ich irgendwas gelesen. Ted, glaube ich, war auch sehr nah dran. Grußkarte. Stopp. Dann sage. Meine richtig, Community. Grußkarte. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Richtig. Ein Punkt denn. Für mich. Ich freue mich. Endlich. Ein Punkt für Kissis. Endlich. Hallo, wir sind 3 Punkte auseinander. So, die Karte, die wir schon hatten, packen wir mal weg. Ja. Dann darf ich jetzt für dich eine ziehen und dir ein Wort aussuchen. Jetzt bin ich assi. Nein, Spaß. Nein, ich war auch nicht assi. Die anderen waren viel schwieriger. Ja, Chat, mir ist erst nicht eingefallen, wie ich Gruß richtig rüberbringe. Ich meine, mit Karte, ihr habt das sofort gecheckt, aber dieses Grußkarte, das ja. War, ich hatte erst einen Blackout. Aber dann sage Gigi, gut gemacht. Sollte man noch darstellen können, ja. Ist das zu hart? Also, ich kann... Ja, ich versuch's. Nein, ich mach's. Das kriegst du ja, hin. Ja, ich versuch's. Ist okay. Ich versuch's. Ich bleib erstmal hier stehen. Du musst ja gleich noch umwechseln, oder? Jawohl, meine Damen und Herren, The Crazy. Das kam nicht den Blick. Langes Wort. Du schaffst okay. Es. Ja, ach, egal. Hm?
Fleischetikettierungsmaschine. Nein. Ah, oh, jetzt ist, komm mal, ah, das ist jetzt gemein, stopp, es ist schon richtig, der Matchnetz hat Früchtekorb, nee, ich muss es, Twombly gewinnt das, weil das richtige Wort ist der Obstkorb, der Früchtekorb wäre natürlich ein anderes Wort, aber der genau gesuchte Name war der Obstkorb und der erste richtige Begriff ist von Twombly gefallen, deshalb ein Punkt für die Community von der Chrissy, meine Damen und Herren. Sehr cool. So, ich würde sagen, dann malen wir, oder? Ja, jetzt malen. Du fängst wieder an. Ach so, ich fange wieder an. Ja. Warte, ich muss gerade mal ein bisschen vorbereiten. Oh Gott. Weber, wenn ich auf die Zeit gucke, können wir ruhig ein paar mehr Runden machen wahrscheinlich. Wann hatten wir gesagt, spielen wir mal um... Ja, stimmt. Nee, um 21 Uhr haben wir gesagt, spielen wir Mario Kart tatsächlich. Ja, doch. Ja, das verzögert sich alles ein bisschen. Ich habe schon Vanessa im Chat gesehen. Okay. Aber ich muss mich gerade... Ich kenne mich mit... Ah, hier ist die Strichstärke. Okay. Ich bin klar. Ich fange wieder an. Das bedeutet, du darfst mir ein Wort raussuchen. Tobi, was los? Guck mal bitte auf dein Handy. Oh, Moment. Ich glaube, ich habe was überlesen. Oh, ich kann es jetzt nicht mehr sehen. Kaito schrieb nämlich... Ach so. Ah, guck mal. Siehst du das? Das habe ich nicht gelesen. Ah, okay. Ja, ich sehe es. Das heißt eigentlich, ich habe einen Fehler gemacht, Chat. Wir haben vorhin was überlesen. Die Grußkarte, tatsächlich hat Kaito als erstes richtig geraten. Ich bin mal, wir sind jetzt bei Rechtschreibung kein Korinthenkacker. Aber laut Chat ist Kaitos, ja warte, jetzt muss ich nochmal bei mir. Wir gucken jetzt hier im Chat. Nee, tatsächlich in meinem Chat, und das zählt, ist dann Sarah als erstes gewesen. Der Chat von meinem Streaming-Rechner zählt tatsächlich. Und nein, denn ich sag doch, ich bin nicht blöd. Nein, es ist alles richtig. So, wir machen weiter. Never mind. Ich hab, dann war es bei ihm falsch. Unser Chat zählt. Oh, jetzt werde ich künstlerisch aktiv, meine Damen und Herren. Sag mir mal kurz, ob das Wort zu schwer ist. Aber ich hätte schon gern gesehen, wie du das malst. Eigentlich könntest du auch zwei Begriffe machen. Oh, das... Zu schwierig? Musst du sagen. Wenn es zu schwierig ist, nehmen wir ein anderes. Ja, so, wir probieren's. Okay. Wir probieren es. Oh, ach, Dicker, wirklich? Moment, Chat, Moment. Chill. Nee, Biene. Habt Geduld.
Ich glaube, da kommt noch was. Wie eine Maya, ist auch nicht schlecht. So. Stachel. Nee. Da kommt tatsächlich noch was. Oh, stopp. Ja, da, warte, wer war zuerst? Bienenpopo, Bienenstich, Wespenstachel, Wespentaille, Frontix. Meine Community. Frontix, zuerst. Oh, 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 das Spiel, das läuft aber hier gerade richtig gut für die Chrissy. Es ist die Wespentaille gewesen, meine Damen und Herren. Sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch an die Community von Chrissy. Let's go. Stimmt nicht, so. Ted. Ted wäre aber auch aus meiner Community, wenn es Ted wäre. Wenn es Ted geschrieben hat. Ja, aber nee, ihr müsst, die Chats sind unterschiedlich, Leute. Und wie gesagt, ich bin hier, ich guck nochmal, es war Wespennest, Bienenstock, Bienen, guck mal, ihr seid so krass, tatsächlich wäre es Ted gewesen, aber ja, es, ja. Zu spät gesehen, sorry. Ich glaube, wir sollten hier auf den Chat gucken. Ich wollte gerade sagen, dass da hinten am Bild das ja, zögert. Ja, das ist am Bildschirm ist schlecht. So, warte mal, jetzt. Du ziehst eine Karte, du bist nämlich dran. Nee. Eigentlich andersrum, aber ist egal. Warte, ja, stimmt. Ah, okay, na gut. Ja, moin, guck mal hier, Profi wieder am Werk. So, jetzt. Chris, es war gar nicht so schwer. Boah, okay, das sind eigentlich alles einfache Wörter. Ich kann aber nicht zeichnen, aber ja. Ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Ja, komm, dann. Na? Ich kenne das ohne, also ich kenne das ohne die zwei Wörter. Ja, ich das auch. Würde auch gelten, oder? Aber ich glaube, das ist das Gleiche. Okay. Ja, das gilt okay, auch. Okay. Okay, meine Damen und Herren, warte, ich mache das noch einmal groß. The Chrissy, let's go, hau raus. Ach du Gott, ey. Also gerade bei Paint, das ist ja mega cool. Also zeichnen ist nicht meins, nur mal so. Verdammt. Es läuft schon mal gut. Wo kann ich denn hier? Mit Paint habe ich ja so selten so, ne? Geht das nicht so? Das ausfüllen? Nee, du musst da auf diesen Eimer gehen. Ah, ja, stimmt, danke. Also das, ja? Ja. Du achtest auf den Chat, ne? Sehr gut. Ja, ja, ich habe den Chat voll im Blick. Oh, Scheiße. Okay. Kann ich mal irgendwie den Stift ein bisschen dicker machen? Danke. So. Ach du Scheiße, ich kann das nicht malen. Ja, ich versuch's. Das sieht ja gar nicht danach aus. Oh Gott. Masuna, Kronkorken, ist richtig. Alter, Bembelmafia, jetzt hier, was ist denn los? Hallo? Gleichstand. 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 Ja. Und das wieder das Vorton. Sehr gut, Freunde. Aber gut erraten. Also da muss ich sagen. Sieht aus wie ein Schlips, aber egal. Oh Gott. Warte mal, jetzt. Einmal Pantomime noch und einmal nochmal zeichnen. Und dann haben wir es. Genau, aber jetzt, warte mal. Du, so. Nee. Doch, du bist jetzt wieder dran. Ne? Pantomime. Also muss ich ziehen für dich. Ja, genau. Ja, also bist du richtig. Alles gut. Okay. Also eigentlich scheißegal. Oh. Gott, die Katze hier, die ist mit dabei bei der Show.
Das Duell drückt näher. Also momentan wird es ein Duett geben, ja. Ja, jetzt sind natürlich wahrscheinlich wieder die ganzen Assi-Wörter dabei, ne? Also manches, da denken wir, also eigentlich war das, ja, ach komm. Also eventuell machst du das, da kann man ja auch sonst mehrere draus machen, wenn du das möchtest. Ja, das kriege ich, das ist easy, das kriege ich in Chat. Warte, dann stellen wir uns mal, also ich stelle mich mal auf deine Seite, damit ich den Chat besser beobachten ja, kann. Ja, das ist easy. So. Nee. Komm, Chat, auf! Ah, gilt das hier schon? Ist schon. Ist also schon. Bei mir ist es schon. Wer war? Eigentlich Rhythmiker oder wie heißt? Rhythmiker? Mhm. Ja gut, wir sind jetzt bei der Rechtschreibung, sind wir jetzt keine Korinthenkacker. Das ist okay. Vorhin bei Früchte oder Obstkorb, okay, da ist dann natürlich schon das Wort, was dem gleich ist. Aber ob das jetzt Bockspringen oder Bocksprungbett ist, siehst du auch so? Ja, ja. Okay. Deswegen habe ich ja gesagt Stopp, weil ich das bei ihm gelesen habe. Okay, dann... Du bist wieder dran. Oh, das macht aber Spaß. Da. U und I sind nebeneinander. Ja, alles gut. Ja, also, die Bembel-Mafia hat ja... Guck mal, hier steht sogar, was man malen, erklären muss. Ach und so, ich bin aber dafür, dass du das pantomimst. Nein, auf keinen Fall. Wie soll ich das machen? Das ist schwierig. Mhm. Stimmt, da steht zum Beispiel, entweder muss man es zeigen, aber das ist egal, wir suchen uns was aus. Ja. Dann mach doch... Oh, ich bin am Überlegen. Ja, doch, komm, das hier. Ach du Scheiße. Aha, okay. Ich überlege noch. Zu difficult? Ich überlege nur wegen dem ersten. Schaffst du es? Ich weiß nicht. Da sind ja, glaube ich, nicht bessere Sachen drauf. Doch, der Rest ist eigentlich fast schon zu einfach. Das ist zumindest. Naja, aber. Außer das. Das ist natürlich krass. Ja. Obwohl, das ist auch, glaube ich, nicht so. Das? Nein, das hier. Das. Wie willst du das machen? Indem du einfach so machst. Naja. Okay. Ja, aber das stimmt, das geht nicht. Aber okay. Probier's. Ach du Scheiße. So, Chat. Dann. Was soll ich denn das machen? The Crazy. Okay. Das ist natürlich jetzt doof. Weil. Verzweiflung. Verzweiflung. Aber damit man das halt versteht. So, ich lese aufmerksam den Chat. Ich überlege gerade nur, was man noch machen kann. Wie kann ich das denn sonst machen? Also. Oh, das ist echt halt ein bisschen schwer. Ja, nicht ganz. Also. Wie? Ich darf auch nichts in die Hand nehmen, ne? Nee. Sonst hätte ich noch eine Idee gehabt, aber das ist, boah, ja, das ist aber schwer. Ich finde, der Chat, der ist gar nicht so weit entfernt davon, sage ich mal so. Ich mache fast immer das Gleiche. Weil, das ist halt
damit man halt das versteht. Ich kann das halt nicht viel sagen dazu. Guck mal, ich gebe dir einen Tipp. Mach mal so. Okay, da war ich so. Ja gut, hast recht, siehst du, darauf bin ich gar nicht gekommen, weil mich das erste so... Okay. Kein Problem. Ich mache jetzt nochmal von Anfang an. Also. Motorboot! Lümsle hat's erraten! Motorboot! Okay. Jawohl, Lümsle! Sehr, sehr gut! GG, mein Lieber! Herzlichen Glückwunsch! Und damit... Warte, Kissi, kannst du kurz sagen, wer hat die Führung wieder? Niemand. Alright, okay, Chrissy, ich bin jetzt wieder mit meinen dran. Du darfst mir jetzt wieder einen Begriff aussuchen. Ja. Warte, Mina, wir gucken nochmal. Aber bei mir war es tatsächlich... Nee, tatsächlich, bei mir im Chat ist der Lümsli als erstes. Du kannst auch noch mal gucken, wir gucken noch mal höher. Bananenboot, Schlauchboot, Slalom, Aquaplaning, Bootfahren, Schiffsfahrt, Wellenreiter, Schleuderkurs und dann kommt das Motorboot. Du siehst das auch so? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen... Also Rettungsboot sehe ich ja. Hier. Ah, nee, warte. Da steht Rettungsboot. Hier. Ja, Entschuldigung. Jetski, Kreuzfahrt, Wasserschwimmen und dann kam das Motorboot. Ja, Mars war leider ein Ticken zu langsam. Aber warte mal, Dina war das, aber ich seh zum Beispiel die Nachricht von Dina gar nicht. Habe ich das jetzt irgendwo überlesen? Nee, aber ich habe genau drauf geachtet. Aber sie sagt auch vier Nachrichten drüber. Nee, es war tatsächlich Lümsleb. Doch, Mina kommt nach Masura. Okay, gut. Ja, habe ich auch so gesehen. Guck mal, und das finde ich so krass. Guck mal, wie viele schreiben, da war Lymford, vor Lymbatet. Krass, ne? Ja, weil es halt alles unterschiedlich ist. Ja, aber da ist es tatsächlich so, Chat, die Nachricht, die bei mir als erstes aufploppt. Und ich würde jetzt mal behaupten, Chat, dass ich benutze ja das Creator-Dashboard und ich würde jetzt mal behaupten, dass da der Chat am genauesten ist. Und deshalb nehmen wir das auch als Wert. Aber es ist ja noch nichts verloren, so, ne? Was? Ihr beide entscheidet, jawohl. Okay. So, was darf ich malen? Das ist alles ein bisschen... Also ich kann dir mal die Wörter zeigen, weil theoretisch ist das alles so ein bisschen... Das wäre zu einfach. Gehe ich sehr stark von aus. Das kann man nicht zeichnen. Das finde ich auch zu einfach tatsächlich. Das kann man auch nicht zeichnen. Also das oder das wahrscheinlich. Dann mache ich das. Ja. Okay. Ja, warte, lass mich die Karte nur schnell... Oh, nee, weiter wegschmeißen. Jawohl. Ich gucke, warte, ich muss hier mal rum... Jawohl. Und so, ich muss auch noch den Screen wechseln. Mhm. Und dann... Du dreist wie immer vier Meinungen. Der eigene Chat ist immer schneller bei den Nachrichten von einem selber. So, Chat, das ist easy. Dansare hat es direkt, ja, die Sprungfeder. Ja, GG Dansare, sehr gut. Es war die Sprungfeder. Ja, Chat, dann kommen wir jetzt tatsächlich auch schon zum letzten Begriff. Wir können noch aufholen. Wir können noch, gleich, also momentan, gleich. Wir sagen, momentan führt die Bamble Mafia, aber ich sag mal so, mit einem Sieg von Crisis Community jetzt, würde es gleich dann stehen und dann entscheidet sich das über Mario Kart. Entschuldigung. Oh ja, bitte. Oh ja. Das ist so. Ja. Okay. Ja, alles gut. Alles gut. Das ist cool. Ich male jetzt mit meiner Kunst. Wo ist denn hin? So. Das geht hoffentlich zügig, also seid schnell. Ich versuche mir Mühe zu geben, ja?
Entschuldigung. Wie kann ich noch? Da ist schon Lümsli wieder. Oder? Ja, Lümsli, der Eierlöffel ist es. Sehr gut. Ja. Janis, mein Lieber, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub im 5. Monat. Ich küsse doch dein Herz. Sehr, sehr gut. Super Ei und super Löffel. Meine Damen und Herren, liebe Bamble-Mafia, liebe Community von Chrissy, liebe Chrissy, wir haben somit einen neuen Punktestand. Ladies and Gentlemen, es steht 19-18 für die Bamble-Mafia. Ich muss an der Stelle sagen, an beide Communities, an alle Teilnehmer, ihr gebt euch echt nicht viel, ihr macht das super und das ist wirklich ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen und das Ding kann jetzt entschieden werden im Mario Kart-Rennen. Oder das Ding ist unentschieden und wir beide singen im Duett. Ja. Ich muss jetzt eine Sache dazu sagen. Wir sind nicht so die Mario Kart Cracks. Nee. Wir haben das gestern schon ein bisschen vorbereitet. Es wird jetzt wie folgend sein. Ihr kriegt jetzt gleich alle, die Mario Kart mitracen. Die bekommen von mir einen Invite-Link. Da joint ihr rein. Wir spielen zwei Teams gegeneinander. 4 Rennen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob nach den 4 Rennen es eine Gesamtwertung gibt. Oder ob es nach den Rennen eine Wertung gibt. Ich glaube, es ist aber die Gesamtwertung. Wir können ja sagen, wir gehen jetzt mal rein und ich gehe von aus, dass nach 4 Rennen es eine Gesamtwertung gibt und diese Community bekommt dann den letzten zu gewinnenden Punkt heute. Bin mal gespannt, wen Chrissy aufstellt. So, dann müssen wir jetzt erstmal kontrollieren, ob alle aus der Community von der Chrissy da sind. Bitte, vielleicht, wenn ihr kurz die Möglichkeit habt, ich überlege gerade, du hattest gesagt, einer von denen kann nicht ins Discord kommen, ne? Weiß ich gar nicht. Nee, wir machen das anders. Bitte einmal kurz einmal kurz mich markieren, @ymaxip, damit die Nachricht hervorgehoben wird. Ich bitte einmal, sich kurz im Chat zu melden. Aus Chrissys Community, die Steffi, der Twombly und der Tobi. Okay, dann bitte ich aus meiner Community, sich zu melden. Ich habe tatsächlich einige davon noch nicht gelesen, aber HD Laser, Orjan, Vanessa, Eidetrol, Kiwi. Okay, Tombly, Tobi und Steffi sind da. Dann jetzt bitte einmal, okay, Vanessa ist da, Kaido ist da, so. Und Eidetrol und Kiwi sind Ersatzspieler und der HD Laser wollte noch mitmachen. Den habe ich aber tatsächlich noch nicht gelesen. Ich muss mal gucken, ob er mir geschrieben hat. Ich schreibe ihm gerade mal. Okay, ist Eidetrol da? Kiwi kann nicht, das hätten wir vorbereiten müssen. Okay, dann muss ich mal kurz, ist jemand aus meiner Community da, der Mario Kart fahren kann? Als Ersatz. Weil tatsächlich meine beiden Ersatzspieler sind nicht da und der HD auch nicht. Das ist jetzt ein bisschen belastend gerade. Oh, warte, es klingelt. Ich darf mich nicht melden, sonst wäre ich für dich gefahren. Nein, nein, was? Warum ist der immer so, na gut? Das weiß ich tatsächlich nicht. Nur ich hatte schon sehr viele für Mario Kart und fürs Quiz und ich habe quasi die doppelt waren, dann selber in irgendein Team sozusagen gesteckt, damit halt jeder dran kommt, weil du siehst ja, im Quiz sind komplett andere Leute als bei mir bei Mario Kart jetzt dabei. Ja, es wird, mein Freund könnte noch, wenn man zusammen am Fernseher zu zweit spielen kann. Ich glaube, das geht nicht.
Ich muss vorher ein oder zwei Spieler auswählen. Ja, kann man. Kann man, sagt Kaito. Das sagt Twombly. Kaito? Ja, da machen wir das so, weil dann, ich glaube, das geht, man kann zu zweit spielen, mit einer Switch online spielen. Die machen das nämlich auch. Ja, geht. Okay, dann machen wir das so. Dann, soll ich mich schon mal setzen? Ja, ich stell dir erstmal gerade den Fernseher ein. Das ist nett. So. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Wenn jetzt doch noch einer aus meiner Community da ist, der schnell einspringen kann für Mario Kart. Oder beziehungsweise ich kann auch mal kurz den Idol-Troll anrufen. Bevor wir das... Warte kurz, Vanessa. So, Idol-Troll hat auch nicht geschrieben. Der ist auch nicht... Ist Idol-Troll eigentlich im Chat? Der wollte ja eigentlich... Ja, warte, ich rufe ihn an. Ich rufe ihn an. Ich weiß es nicht, Mina. Wir schauen mal. Aber Mars hat sich doch trotzdem gut im Quiz geschlagen. Ihr habt euch alle super im Quiz geschlagen. Es war eigentlich auch, also es war jetzt kein Ergebnis von 20 zu 10. Es waren halt am Ende 5 Punkte Unterschied. Klar, genau. Das ist hoch, aber was? Mach ich. Ah, schade, alte Tour nicht. Dann, gut, dann machen wir das so, dann versuchen wir das zu zweit zu machen. Dann... Ey, wieso geht das denn jetzt nicht? War doch gerade da. Das weiß ich jetzt nicht. Es leuchtet zumindest. Das ist immer ja, da bist du. Super. So, dann einmal so. Den anderen brauche ich dann auch. So, Chat, wir brauchen aber, das braucht tatsächlich noch einen kurzen Moment an Vorbereitung. Das heißt, wir machen sowieso mal eine ganz kurze Pause, dass Chrissy und ich mal kurz atmen können, was trinken können. Ich muss noch ein bisschen Technik umstöpseln, gerade für dieses Battle. Euch soll aber nicht langweilig werden während dem, während der Pause. Deshalb, wir gehen ganz kurz in eine Runde Moshpit. Dafür dürft ihr alle gerne schon mal Ausrufezeichen Dance in den Chat angeben, denn der Moshpit wartet schon darauf, von euch befüllt zu werden. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nach einer ganz kurzen Pause wieder. Vielen, vielen Dank an der Stelle auch gerade für euren super Support. Eine Wahnsinns-Show heute wieder. Ich bin absolut begeistert. Vielen, vielen Dank dafür. Kurze Pause. Wir sehen uns in 5 bis spätestens 10 Minuten wieder. Bis gleich.
Mario Kart 8! So, meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank für eure Geduld. Ich hoffe, ihr hattet Spaß im Moshpit. Die Runde spielen wir aber natürlich zu Ende und damit melden wir uns wieder zurück, ihr Lieben. Schön, dass ihr alle noch da seid. Und an der Stelle, wie gesagt, von mir auch nochmal ein herzliches Dankeschön für euren großartigen Support heute. Jetzt, ich wundere mich, das erste Mal, dass ich in der Show so stehe, so sitze. Aber fürs Gamen, da muss ich mich jetzt konzentrieren und da will ich jetzt entspannt sitzen. So, Freunde. Wir machen jetzt noch die Runde Moshpits zu Ende. Und dann sehen wir uns im letzten Game des heutigen Abends. Meine Damen und Herren, jetzt entscheidet sich, wer Karaoke singen darf. Entweder Chrissy und ich zusammen im Duett. Oder wenn die Bambi Mafia jetzt dieses Rennen noch gewinnt, dann gibt es ein schönes Solo von Chrissy, meine Damen und Herren. Das heißt, ihr könnt gar nicht mehr verlieren? Kurz im WhatsApp bei dir. Prinzesschen, eine Sekunde. Ich schicke euch gleich einfach einen Matchcode und ihr tretet dem dabei. Hast du was gesagt? Ja, habe ich. Tatsächlich. Ich habe gefragt, ob ihr auch nicht verlieren könnt, ne? Wie meinst du? Na, weil du jetzt nur gesagt hast, entweder gibt es ein Duett oder dass ihr gewinnt. Aber könnt ihr nicht auch theoretisch noch verlieren? Weil, oder steht weil das wir führen einen Punkt und es gibt ja jetzt wahrscheinlich schon noch einen Punkt nach den vier Rennen. Ach so, ich dachte, wir hätten das so gesagt nach jeder Runde. Ich würde jetzt tatsächlich gucken, Weil so ist ja die Spannung raus, dann muss ich ja so oder so singen. So oder so singen. Ja, nee, ich würde jetzt sagen, es kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob jetzt gleich diese vier Rennen als ein gewertet werden, dann am Ende, wer diese in der Punktewertung die Rennen gewinnt, oder ob das nach jeder Runde gewertet wird. Aber wir machen es noch spannend. Also es ist noch... Wir machen das spannend, Chrissy. Es ist noch alles drin, ja? Das wollte ich hören. So, ihr Lieben, da sind wir auch schon beim... Ja, toll, danke. Wieso funkt... hallo? Ja, ich sitze hier ganz alleine. Ja. Mich sieht man nicht. Ich bin der Black Screen. Aber ich nichts verstehen, warum gerade. Ach so, ja, nee, doch. Ja, Moment. Das ist gar kein... Hä? Na, okay. Die Technik hat bis jetzt super funktioniert, aber jetzt sagt Technik nein. Ich muss kurz gucken, warum... Warte mal, hier ist alles drinne. Ich mache die Capture Card einmal rein und wieder raus. Es wäre jetzt natürlich doof, wenn das nicht geht. Natürlich, es geht doch.
Gerade hat einfach nochmal einen Neustart gebraucht. Okay, oder anderer Vorschlag. Der Gewinner tanzt zum Singen des Verlierers. Das können wir auch machen, das klingt gar nicht so schlecht. So, wir gehen jetzt erstmal. Hä? Wieso bist du denn jetzt wieder weg? Ich weiß auch nicht, kein Signal. Und sie ist weg. Wackelkontakt? Nee. Die, ich glaube, die beiden Capture Cards, die sind gerade. Ach so, wait. Natürlich. Alles gut, Chat. Ich muss mir gerade noch. Das mit der Capture Card ist schon gelöst. Ich brauche aber gerade noch ein Headphone-Kabel. Nee, die ist ja, die Kamera hat keinen Akku. Yay! Hier bin ich jetzt schon wieder. Erneut. Diesmal von National Cruise! Diesmal ein bisschen von weiter oben. Wir schaffen das. Wir rocken das jetzt. Eigentlich will ich Wimax nur singen hören, tatsächlich. Da sitzt was. So, also, wenn wir jetzt auf das Online-Turnier gehen, muss ich aber jetzt zwei Spieler oder ein Spieler? Oder kann das jeder von euch individuell dann einstellen? Na, kleiner Mann. Hallo, mein Name ist Krisi und ich will gerade ganz woanders sein. Hey. Also wir probieren es mal. Ihr versucht jetzt mal, ob das dann klappt. Oh, verdammt. Das kann man individuell. Ihr müsst zwei Spieler, wenn ihr... Okay, alles klar. Okay, meine Damen und Herren, dann... Müsste jetzt unten die Raum-ID eingeblendet sein. Ich gehe mal. Nee, ich schreibe sie kurz in den Chat, ihr Lieben. Die Raum-ID ist die 50R7V. Hallo, kleiner Mann. Hallo, kleiner Mann. Hallo, kleiner Mann. Du sitzt jetzt hinter mir. Ja? Ja. Warte mal, Achtung, kann es sein, dass der gerade an ein Kabel will? Oh, nein, nicht. Das ist nicht für dich. Ah, oh, verdammt. Perfekt, da sind schon Leute. Ich musste mich noch mit deinem WLAN verbinden tatsächlich. Jetzt brauche ich nochmal die Raum-ID, es hat noch ein bisschen gedauert. 50R7V. Bitte warten. Wartest du auch? So, jetzt kann ich irgendwo sehen. Warte mal hier, ne? Nee. Wo sehe ich denn jetzt hier, wer ist? Ja, wie viele sind denn drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee. 2, 4, 6, 9 sind drin. Das passt ja aber denn nicht. Das passt nicht. Kann es sein, dass jetzt Idol doch drin ist? Twombly ist drin, habe ich schon gelesen. Twombly ist drin. Du kannst ja auf X, also Entschuldigung, das ist bei der Switch, ne? Kannst du eine Nachricht schicken. Ich bin auch drin. Jeder kann ja mit X mal eine Nachricht senden, dann sieht man, wer drin ist. Ah, okay, jetzt ist Idol doch da.
Okay, Vanessa, dann reicht es, wenn einer von euch spielt. Hä, da, ich da, ja, aber du hast dich, vorhin haben wir dazu aufgerufen, Basti, und du hast dich nicht gemeldet. Aber jetzt ist ja alles gut. 2, 4, 6, jetzt fehlt einer. Denn dann passt das Idol-Tool, passt wunderbar. Ah, okay, das heißt, Vanessa kommt jetzt dann einzeln rein. Warum eigentlich zu 8 und nicht mit 12? Das hat jetzt tatsächlich keinen besonderen... Ja doch, der Grund ist daher, Chrissy und ich waren uns nicht sicher, ob wir letztendlich so viele zusammenbekommen. Tatsächlich hätten wir, glaube ich, aus Chrissys Community mehr zusammenbekommen. Bei mir haben nicht so viele Mario Kart. 2, 4, 6, 8. Jetzt stimmt's. Okay, seid ihr alle ready? Stimmt jetzt alles? Alle da? Ich denke schon. Tobi war auch da, ne? Achso, du willst ja auch bestimmt ein bisschen Ton haben, ne? Ein bisschen. Passt. Passt? Passt. Danke. Tobi war auch da. Wie bitte? Ah ja, da. Nee, alles gut. Das bist nicht du, ne? Heißt okay, jetzt beide Tobi? Dann ich mache ready. Tschüss. So, jetzt, dass ich hier keinen Quatsch mache. Mit Teams. 150 machen wir, oder? Ja, alles gut. Nein, wo willst du denn hin? Ja, stimmt. Kurze Frage, Chrissy. Ist das okay oder soll ich den Stuhl mit Rückenlehne von oben holen? Nein. Das passt alles. Ich weiß nur nicht, ob der Kater irgendwann nochmal den Fernseher angreift, wie er es gerade gemacht hat. Hat er den angegriffen? Ja, weil sich die Figuren ja bewegen. Ja? Ja. Lilo, ja komm, sonst wird's unfair. Warte, ich muss die Katze mal kurz rausschmeißen. Oh, ich dachte jetzt gerade, ich hänge noch irgendwo. Komm mal her, Dicker. So, schön, dass du da warst. Dankeschön. Das später wieder rein, ja? Es bricht mir das Herz, ihn so rauszuschmeißen, aber es geht jetzt hier um alles. Um die Ehre. Kuriose Items. Echt? Items furios. Moment, Items. So, erstmal mit Teams. Was bedeutet denn furios? Furios ist. Item Standard. Ja, okay, jetzt sind wir. Jetzt wird sich gestritten. Wir machen eine Chat-Abstimmung. Bam, 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 bam. So, Freunde, eine Minute schnelle Chat-Abstimmung. Items Standard oder Furios? So, ohne Kommen mit Teams 4 Rennen machen wir. Items Furios ist Abfuck. Chrissy, für was bist du? Was war jetzt nur Standard und Furios? Ja, Standard oder Furios? Ich sag einfach Standard. Okay, Standard. Dann werde ich deine Stimme noch mit dazu. Du musst oben wählen, Prinzessin. Gut, erst ist unentschieden. Oh, nicht ehrlich. Ja, doch. Deine Stimme noch. Es ist einfach nur die ganze Zeit... Nee, dann entscheiden jetzt Chrissy und ich. Und Chrissy und ich sagen Standard. Ja,
So, Twombly, Steffi, Tobi und Chrissy, Sebi, Itachi, Vanessa und YMAXIP. Das ist mein letztes Spiel. Chat, wir haben uns dafür entschieden. Maps sind... zufällig. Ach so. Bitte alle Map auf zufällig machen. Bitte Maps auf zufällig. Einer fehlt noch. Idle Troll hat schon. Bei mir egal. Okay. Geht trotzdem los? Hä? Hä? Jetzt haben zwei aber nicht... Okay, aber ist Standard. Let's go. Oha. Wir sind Team... Du bist Team Rot, wir sind Team Blau. Let's go, Bamble Mafia! Oh, Scheiße. What the fuck, während ich den Film... ich war das. Nein, ich bin runtergefallen. So ein Müll. Oh Gott. Ich kann das Spiel richtig gut ohne Controller. Nein! Ey, mir fehlt die Controller-Haltung. Halterung tatsächlich. Oh, ich hab den Sound vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Chat. Also im Training sah das gestern besser aus. Ich komme nicht vorwärts. So ein Müll. Los, 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 Gas, 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 Gas. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Chat. Also im Training war das gestern besser. Scheiße. Oh nein. Let's go! Nein, 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 nein! Nein! Ich bin noch voll gegen. Oh mein Gott, aber noch gerettet, ey! Oh, fuck. Ist das genauso peinlich wie bei mir? Das kann nein. Schon sein. Steffi! Oh, aber Steffi, 10 Punkte, ey! Was war denn? Okay, die Runde gab jetzt an Team Blau. Sollen wir einen Punkt geben oder sollen wir bis zum Ende warten? Wie viele Runden sind's? 4. Warte mal, wenn ihr euch jetzt einen Punkt gebt, dann ist es ja sowieso... Na, dann habt ihr ja 2 mehr. 3 noch. Ja, nee, no, das ist ja ein bisschen doof. Warte, wie viele Punkte habt ihr dann insgesamt? Guck mal, Limps, ihr macht einen guten Vorschlag. Jede Runde und die Gesamtwertung. Okay. Dann machen wir das. Das ist ein guter Vorschlag. Okay, okay. Das bedeutet, Team YMAX bekommt... Zufällig. Ja. Immer zufällig auswählen. So. Wer wählt denn hier ständig Maps? Ja, Leute, bitte auf Standard, ne? Also zufällig.
Komm, vorwärts. Ach nö! Oh Gott. Die Karte. Oh Gott, die ist ja schrecklich. Okay, Lümpsel. Ja, warte. Komm. Oh mein Gott. Egal, let's go! Die Map ist scheiße. Die Map ist auch wirklich so. Ey! Scheiße. Nein! Ich bin auch schon wieder runter. Oha, Chrissy! Chrissy! Nein, tschüss! Komm, gib mir auch noch mal so ein Raketendingens. Das kriegen nur die coolen Leute. Oh nein, hast du das jetzt auch? Das ist nicht dein Ernst. Aber zumindest das Letzte. Let's go. Danke. Ich hatte die Map auch. Die Map ist richtig schrecklich. So, ich glaube, die Runde geht dann rot. Kann sein, weiß ich aber noch nicht. Jetzt zählt ja alles zusammen. Das ist jetzt das Problem. Mist, wie viele Punkte waren es? Oh mein Gott, die wurden jetzt zusammengerechnet. Richtig. Das macht es halt schwieriger jetzt. Aber es waren zwei Rote auf den ersten, dritten. Die Runde geht dann rot. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt zufällig, also alle zufällig auswählen. Sehr gut. Scheiße. Oh nein. Ja, und der Rhythmiker, kannst du die Gesamtpunkte gerade nochmal ausrechnen aus der Runde? Dann nehme ich den Punkt nochmal weg. Rhythmiker, würdest du das tun anhand des VODs? Also Rennen 2 ist noch offen, Chrissy. Ja, alles gut. Nein, ich bin über diesen blöden Sandberg gefahren. Oh mein Gott, ich hab mich mit meinem... Oh mein Gott. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich so verkacke. Ich komme nämlich um die Kurve rum.
Voll scheiße. Das ist wahr, ey. Du bist einfach shit. Ja, that's true. Oh, da muss ich doch. Sebi, du sollst dich auf Fahren konzentrieren und nicht in den Chat schreiben. Hilfe. Aus dem Platz, ihr Geringverdiener. Oh Gott. Nein, ich komme nicht wieder rum. Koben und ich, ey. Nein! Scheiße. Ich hasse alles. Ich komme nicht mehr von Platz 8 weg. Oh nein. Oh, das sieht aber sehr stark. Runde 1, rot 16, blau. Runde 2, rot 21, blau 18. Dann stimmt das. Dann, und jetzt, kannst du es jetzt auch nochmal ausrechnen? Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich ziehe mein Team selbst runter. Ich habe die blöde Halterung vergessen. Rhythmiker wäre super. Also es steht jetzt 20 zu 19, Chrissy. Ja. So, jetzt nochmal Vollgas. Ihr seid trotzdem alle super. Danke, Rhythmiker. Vielen Dank fürs Ausrechnen. Wenn du jetzt noch die dritte Runde ausrechnen könntest, wäre super. So, jetzt ist die vierte, die letzte Runde, ne? Oder? Ja. So, jetzt Chat. Jetzt kacke ich nicht ganz so scheiße so rein. Oh, ich bin so gut mit 5 Punkten. Ich bin die schlechteste. Ey, ohne Haltung ist das so mies. Ich habe gar kein Feeling. Alter, Troll, du sollst dich jetzt konzentrieren. Und nicht hier den Streamer flamen. Nein, nein. Oh ey, das ist meine Lieblingsstrecke. Hilfe, was passiert hier? Nein. Mensch, ich komm hier nicht durch. Oh, scheiße. Was soll denn das? Kann doch nicht so bad sein. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Wie blind willst du sein, Wimax? Ja. Runde 3, rot 24, blau 15. Also noch ein Punkt für Chrissy. Aber das sieht auch wieder nach rot aus. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Es hat nur meine Community geschafft, so gut zu sein. Hätten die mich noch dreimal im Team, einmal noch mehr, reicht schon aus. Ja. GG! Super, super gespielt. So,
muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Ja, trink mal einen Schluck. Leute, das war fantastisch, das hat Bock gemacht. Das müssen wir, wir müssen mal echt trainieren. Ja, ist wirklich so. Oh, ich steh mal auf. Ich komm mal hin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Idol-Troll haut eine 10er Sub-Bombe raus. Idol-Troll haut eine 10er Sub-Bombe raus. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Vielen lieben Dank, Idol-Troll, mein Bester. Wahnsinn, Wahnsinn. Richtig krass. Mitleid. Mitleid, hallo. Es gab 4 Spiele und dann nochmal der Gesamtsieg. Du hast richtig gerechnet, ja? Ja. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. So ein Turnier müssen wir auch mal bei dir machen. Sind ja einige Fahrfahrten sehr gut. Ich gebe zu viel Geld für dich aus. Idol-Troll, ich küsse dein Herz. Vielen lieben Dank. Guck mal, Chrissy. Oh nein. Du darfst jetzt, aber du musst sie weit weg von dir halten. Sie ist ziemlich laut. Du darfst jetzt mal diese legendäre Glocke läuten. Darfst du einmal läuten. Du darfst auch richtig kräftig reinläuten. Und darfst du mal Dankeschön an den Idol-Troll für diese Sub-Bombe sagen. Idol-Troll, Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Danke, danke. Du musst richtig mit Gewalt. Ja. Die ist viel zu laut. Idol-Troll, vielen lieben Dank. Meine Ohren. Für deine 10 Sub-Gifts. Meine Damen und Herren, wir lösen auf. Wir haben, ich sag mal so, wir haben einen Gewinner. Und der Gewinner ist der Chat heute. Er hat uns zur Verzweiflung getrieben. Ja. Meine Damen und Herren, es steht tatsächlich unentschieden. Es steht tatsächlich unentschieden. Wie kann ich noch was schreiben? Sie hat gewonnen, nein. Ihr habt gewonnen. Da, so gelesen. Also Team Chrissy hat 3 von 4 Rennen gewonnen, das ist richtig. Und in der Gesamtwertung. Deswegen gibt es auch nochmal Punkte. Ja, genau. 1 Punkt pro Rennen, 1 Punkt pro Gesamtwertung. Aber lagen wir nicht nur 1 Punkt hinter euch? Verstehst du? Oh, jetzt machst du mich aber kirre gerade. Nein, ich hab, Ja, bin ich auch der Meinung. Um 4 haben 4 bekommen, ihr einen. Aber dann Dann, ja. Wie viel stand vorm Rennen? Hat das noch jemand irgendwo auf dem Schirm? Ja, ich meine, aber dann kommt das. Ich hab das. Nein. Ich hab das. Es stand 19 zu 18. Dann habe ich euch aber echt Punkte unterschlagen. Hast du? 18, 17. Ja, irgendwie so. Also, wir waren tatsächlich 1 Punkt hinter euch. Und dann haben wir jetzt aber 3 Runden gewonnen. Und nochmal. Wir möchten aber trotzdem das Duo sehen. Nein, das möchte keiner, Steffi. Ja, doch, komm. Also ich bin eigentlich sicher, der Rhythmiker hat ja dann noch gezählt, wir haben nur noch 1 Punkt, dann müsste es eigentlich 22 zu 20 stehen. Ja, wir haben verloren, schreibt Kato. Ja, wir haben verloren. Wir haben gewonnen, aber trotzdem gibt es das Duett. Ja, hier, wir haben gewonnen, ihr habt verloren, aber wir machen trotzdem ein Duett. Ja, okay, dann machen wir das. Dann, ich hab's jetzt gerade nicht mehr, ich will jetzt auch gar nicht bescheißen. Nee. Alles gut. Aber wenn wir jetzt mal ohne Mist, wenn wir von dem ursprünglichen Plan ausgehen, wir haben ja zwischendurch noch geswitcht. Ursprünglich war der Plan, dass wir gesagt haben, in der Gesamtwertung, dann würde das stimmen. Ja, ja. Es ist egal, ich will jetzt auch gar nicht.
Wir wollten es aber nochmal spannend machen eigentlich. Ja. Ich will jetzt eigentlich, ich will jetzt keine Punkte unterschlagen. Sagen wir mal so, wenn wir von ausgehen, in der Gesamtwertung steht es unentschieden. Wenn wir jedes Rennen zählen, hat Chrissys Community gewonnen. So, ich würde aber sagen, es war so ein fantastischer Abend. Die beiden Communities haben so miteinander harmoniert. Genau. Wir machen jetzt einfach das Duett und ihr dürft zum Schluss noch entscheiden, was wir singen. Können wir uns darauf einlassen? Sagen wir so, in der Gesamtwertung, wenn wir es mit Gesamtwertung machen, unentschieden, aber wenn wir die Rennen einzeln zählen, hat ganz klar Chrissys Community gewonnen. Und wenn wir die Spiele rechnen, von den Spielen her, das erste hat Wimax gewonnen, das zweite war unentschieden. Ja, und das dritte haben wir dann gewonnen. Und das dritte habt ihr, nee, das zweite war, ich glaube... Doch, unentschieden war ich der Meinung. Nee, das war dieses neun... Ach so, scheißegal. Ihr wart fantastisch, Chat. Ja, wollte ich gerade sagen. Es gibt ja heute keine Medaille. Nee. So, wir sind alle Gewinner, weil wir einen schönen Abend hatten. Oh, sehr schön. Ja. Ich glaube, das richtige Battle gibt es dann wieder bei Pummelparty. Oh ja, das musst du jetzt aufschreiben. Mir ist es egal, wir machen das auch so. Liebe Chrissy, ich gönne natürlich auch dir und deiner Community den Sieg. Ich dir aber auch. Mir ist das völlig egal, weil ich fand, es war ein fantastischer Abend. Ist mir scheißegal, wenn wir gewonnen haben. Und ich fand, die Communities waren auch echt gleich auf. So, jetzt müssen wir... Nee, Moment, Chat. Wir haben uns vorher schon für Lieder festgelegt. Ihr könnt jetzt aus 3 Lieder wählen. Ja, ich muss mich ganz kurz drehen. Jetzt muss ich kurz gucken. Wo bist du, Chrissy? Also, Chippy Chippy, Chappa Chappa, Barbie Girl oder Sexbomb? Wir machen eine Abstimmung. Ja, schreib mal alles rein. Oh, jetzt fühle ich mich aber gerade schlecht. Dann habe ich echt während den Rennen, ich will nicht, dass sie jetzt denken, ich habe beschissen. Ey, Chat, ich hab Rhythmige extra noch gefragt und dachte, ich hätte alles richtig. Vielleicht habe ich einfach gerade verkackt. Ich wollte nicht bescheißen. Tut mir leid. Aber stimmt schon, doch. Es waren 19 zu 18. Ihr habt 3 Rennen gewonnen plus Gesamtwertung. Dann hättet ihr gewonnen, ja. Hätte. Gebe ich es zu. Ich wollte jetzt gar nicht bescheißen. So, let me think. Was sollen wir singen? Du weißt schon, dass das jetzt mega peinlich wird. Aber weißt du, was ich gut finde? Du hast ein lauteres Organ als ich, also hoffe ich, dass du mich übertönst. Ich muss mich ein bisschen üben, leiser zu sein. Dann singe ich so. Noch leiser. Meine Damen und Herren, ihr könnt jetzt im Chat abstimmen, was wir beide zusammen im Duett singen sollen, ihr Lieben. Ihr habt 2 Minuten Zeit. Ihr könnt jetzt auswählen zwischen Tippi Tippi, Barbie Girl oder Sexbomb. Jetzt bin ich mal gespannt. Das F steht für Fairplay. Wo jetzt? Was? Was meint ihr jetzt, das F? Nein, weil jemand F geschrieben hat in deinem Chat. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer. Ja, okay, es ist, glaube ich, schon ziemlich eindeutig. Ich suche schon mal einen Text raus. Ein Hartschippi. 4-9. Was schreibt aber Tobi, zieh vorher das Ken-Outfit an? Ich hab, sehe ich so, als ob ich ein Ken-Outfit habe. Oh nein, warum denn Barbie Girl? Baywatch-Badehose, es wird wohl Barbie Girl, okay. Sieht sehr danach aus. Aber das Geile ist, das ist halt ein Lied, das können wir geil im Duett singen. Oh nein. Das ist halt wirklich ziemlich, ziemlich gut. Ich möchte Ken sein, bitte. Okay, du bist Ken, ja, ich bin Barbie. Sehr gut. Aber muss ich auch wie Barbie singen? Kannst du versuchen. So, Barbie Girl. Karaoke. World Karaoke, enden. Kommt's. Karaoke. Ja.
Ja, ich bin noch ein bisschen, ich habe gerade so ein schlechtes Gewissen, weil ich verkackt habe. Aber warte, wir machen das trotzdem nochmal. Ihr habt nämlich recht gehabt. So. 3 und 1, ne? 4. Ja. 19. Wenn dann 23. Wir haben noch ein Rennen gewonnen. Ja, dann steht's. Aber trotzdem, knappes Ding, Chat. So stimmt's, ne? Kann sein. Ich glaube, der Chat sagt mir schon wieder was anderes. Warte. Es waren... Nochmal. Ich, das Ach, lässt mir gerade kein... Es war 18 zu 19. So, wir haben das erste Rennen gewonnen. Dann habt ihr gewonnen Rennen 2, 3 und 4. Ja, und ihr bekommt einen Punkt für eine Gesamtwertung. So wäre richtig, ja. So ist es richtig. So, jetzt haben wir es. Und damit steht das 22 zu 20. Bämmel Mafia, wir müssen dringend Mario Kart üben. Und ich eigentlich auch. Ich war total schlecht. Ja, es war halt wirklich so, die Streamer waren die schlechtesten. Ich war halt auch wirklich komplett schlecht. Okay, dann sollen wir mal die Kopfhörer aufziehen. Um Gottes Willen. Ja, ich gebe mir total Mühe. Das wird. Okay. Barbie Girl Aqua Karaoke Version. Aber das kann ich nicht. Oh, es ist laut. Wie bitte? Es ist sehr laut. Kann ich an deinem Kopfhörer. Ja, guck mal, warte. Hier ist der Drehknopf. Da kannst du drehen. Danke. Kein Ton, wir hören nichts. Das ist richtig, ihr hört nichts. Ich habe es ja auch noch nicht angestellt. Entspannt euch mal. Also, ich Barbie, du Ken. Na ja, klar. Bist du ready? Richtig. Oh, du Scheiße. Mach aber die Facecam groß, auf gar keinen Fall. Nee. Auf gar keinen Fall. Okay. Warte. Gleich geht's los. Geht's los? Hi, Barbie. Hi, Ken. Do you want to go for a ride? Sure, Ken, jump in. Was nicht? I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair. Undress me everywhere. Imagination. Life is your creation. Oh, Entschuldigung. Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. Ich kann nicht singen. Und jetzt habt ihr den Ballad. Imagination. Life is your creation. I'm a blonde. Was? Das bist du. Ist das das Wort, das er... Wait. Das Wort ist aber nicht streamkonform. Egal. Nee. Das ist einfach... Wir sind weiter. Komm. Nee, warte mal, ey, Chat, ist das ein Troll oder singt die das wirklich in dem Lied? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Das ist gerade ein bisschen... Weiß ich nicht. Das ist nicht richtig, Chat, oder? Im Originaltext. Ist Originaltext, ja? Oha. Nee, wir suchen nochmal eine andere Karaoke. Das ist nicht TOS-konform. Tut mir leid. Boah, ich weiß aber nicht, was es noch gibt. Ich guck mal gerade. Ja, ich weiß, in den 80er war das so, aber es ist halt Real Talk. Es ist gerade. Das ist nicht Twitch-TOS-konform. Ja, steht auch drin. Da. Das nächste wäre es. Ja, dann sagen wir I'm a blonde Barbie Girl und dann machen wir uns doch groß. Wieso? Ich singe doch eh nur. Es ist doch eh nur der ich singe. Komm, let's go. Ich mach auch den größeren Teil, weil wir haben ja auch verloren. Ja, das ist nett. Hi, Ken!
Hä, wieso? Also Ken redet anscheinend schon. Oh mein Gott. Okay, dann können wir das auch wieder nehmen. Ja. So, jetzt aber. Da singen wir dann Blonde Girl, habe ich verstanden. Ja. Blonde Girl, genau. Ja, alles gut. Hi, Chad. Hi, Barbie. Hi, Ken. Do you wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. Wir haben verloren. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination. Life is your creation. Come on, Barbie. Let's go party. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It's fantastic, wie lang geht der Scheiß? Das geht ja 3 Minuten. Imagination, life is your creation. I'm a blonde Barbie girl in a fantasy world. Dress me up, make me tight, I'm your dolly. You're my doll, rock and roll. Feel the glamour in pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky. Du bist... Touch! You can play, if you say, I'm always yours. I'm a Barbie girl, in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Das habt ihr davon, Bamble Mafia. Yeah. Let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Wer das klebt einer? Make rock, make me talk, do whatever you please. I can act like a star, I can back on my knees. Komm, jump. Hit the town, fool around, let's go party. You can touch, you can play. If you say, I'm always yours, you can touch, you can play on your silent shirt. If you say, I'm always yours. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Ooh, ooh. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Und jetzt alle, I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is, ich fühl's richtig, ich fühl's. Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Ich hoffe, euch tut die Ohren, dann das ist eure Strafe. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Ooh, ooh. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. Ooh. Jetzt du. I'm so impressed. Well, Barbie, we are just getting started. Oh, I love you, Ken! Oh, du Gott. Ich hasse euch, Chat. Ich hasse euch. Das war mein letzter Stream heute. Ich hasse euch. Meine Damen und Herren, ich würde sagen, das war eine hervorragende Show. Wir kommen auch schon zum Ende dieser großartigen und fantastischen Show. Wir jeeten jetzt alle noch mal eine Runde in den Moshpit. Dafür droppt ihr alle noch mal Ausrufezeichen, Dance in den Chat. Und jetzt möchte ich hier den Chat noch mal brennen sehen, dass ihr noch mal komplett eskaliert. Rein da, Ausrufezeichen, Dance in den Chat. Ich muss auch. Ich will auch. Du musst auch, jawohl, let's go, Freunde! Nein. Sehr cool. Spin me right round. Das hätte ich das Karaoke singen müssen, ich wäre komplett eskaliert. Ich wäre komplett eskaliert. Das war wirklich wild.
right round, baby, right round. Like a record, baby, right round, round, round. Was eine geile Show, ihr seid so großartig, Chat. Du weißt aber, das schreit auch nach einer Revanche, ne? Vielleicht. Aua. Aua. Oh, jetzt ist gut. Na, komm schon. Komm schon. Komm schon, hau alle um. Seh mich noch. Komm schon, hau alle um. Los. Oha, Chrissy, oh mein Gott. Das wär's jetzt noch. Damit würdest du das heute noch unterstreichen. Oha. Was? Oha. Hau ihn um. Hau Oha. Ihn um. Oha. Sehr gut. Geil. Jawohl. Okay, meine Damen und Herren, an der Stelle muss ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Einen fetten Ausrufezeichen Applaus in den Chat. Meine Damen und Herren, Chrissy, schön, dass du heute da warst. Ja, vielen, vielen Dank für die großartige Show. Ausrufezeichen Applaus in den Chat. Meine Damen und Herren, The Chrissy! Rhythmiker, vielen Dank für 200 Bits. Ich küsse doch dein Herz, mein Lieber. So, war ein super Abend, war auf jeden Fall ein super Abend, meine Damen und Herren. Und jetzt nochmal für euch Aqua mit Barbie Girl und jetzt den Chat nochmal zum Qualm bringen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ja. Wir sehen uns zur nächsten Show am 3.2. wieder. Dann kommt Jay-Z und der nächste Stream ist dann morgen um circa 14 Uhr. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein bei allem, was ihr tut. Ein großes Lob an meine Community. Ihr habt super gekämpft. GG an die Community von Chrissy. Ihr wart großartig. Danke, die alle heute Abend dabei waren. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein bei allem, was ihr tut. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Ciao.